Na gut, ich starte, ja? Ja. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einem Feel Better Get Together. Wir wollen uns jetzt anschauen, die Lotuslegung, allerdings ein bisschen umgemünzt auf die Seelengefährten beziehungsweise auf diese Partnerschaft, die beim Umbruch sehr stark mithilft. Und damit wir so uns ein bisschen besser kennenlernen in diesem ganzen Gespräch, haben wir uns gedacht, wir schauen uns einmal an, was ist die Basis, das Fundament jeweils aus der einen Seite. Die Andrea wird heute euch als Zuschauerinnen übernehmen. Ich übernehme den Part des Herzensmenschen. Und jeder wird aus seiner Perspektive abwechselnd sprechen. Und dann schauen wir uns an, was wünscht man sich eigentlich, was wünscht man sich nicht? Und dann eben auch die Gegenseite, was braucht sie nicht? Und dann umgedreht, dann auch noch, was es da zum Klären gibt, dann auch ein bisschen aus einer erhöhten Sicht, warum ist das Ganze irgendwie zustande gekommen? Was sagt der Lernplan dahinter so aus? Und wozu ist es im Kollektiv dienlich? Und dann einfach noch so ein bisschen freie Fahrt voraus, was da so kommen möchte. Thank you.
feel that there's so much healing that can happen between the masculine and the feminine in this human family we are a part of. So I'd like to take this time to bring our prayers to that healing. So if you would be so willing, men, I'd like to invite you to sing with me first. And women, let's listen, and really listen with love, listen deeply. And men, sing with love, sing to those embodiments of the moon in your life. Women, listen with love. Okay. So, ihr Lieben, die Andrea und ich haben ausgelegt. Ich habe mich in der Zwischenzeit schnell umgezogen. Es war doch ein bisschen zu hot mit dem Scheinwerfern hier. Dafür haben wir jetzt Zeit gehabt, in Ruhe alles uns vorzubereiten, um was es da so geht. Und die Andrea weiß es noch nicht, aber als Stellvertreterin für euch im Kollektiv sage ich dir jetzt mal wirklich Ladies first. Und wir beginnen tatsächlich mit der Basis dieser Verbindung. Yay! Okay, die Basis dieser Verbindung. Dann gucken wir mal, was die Basis dieser Verbindung ist. Also, zum einen ist der Page der Kelche. Moment, ich muss mir die ganz kurz angucken, ja? Ich muss mich ganz kurz sortieren. Das hat mich jetzt überrollt. Ich wusste es, ich habe nur den Impuls jetzt vorher bekommen. Da haben wir gedacht, ja gut, okay, alles klar. Ach, okay, da war der Impuls also. Okay, also die Basis ist, dass auf jeden Fall Gefühle da sind für die Impulse. Also, Moment. Es sind Impulse da. Man kriegt Impulse, wahrscheinlich kriegt das Gegenüber genauso Impulse wie man selber, was die Gefühle betrifft. Es geht bei beiden ums Geben und Nehmen und beide ziehen sich immer zurück. Auch wenn man selber vielleicht denkt als Frau, man zieht sich gar nicht zurück, aber man macht es meistens unbewusst mit den Antworten, die man gibt. Und beide sind nervös. Beide wollen miteinander kommunizieren, aber beide sind nervös darüber, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was sie dem anderen sagen wollen. Beide wollen ihre... Ha? Du wirst das lachen, ich habe den Turm auch hier liegen. Okay, das Fundament, wir sind beim Fundament. Das Fundament ist, dass beide zusammen feiern können, beide können fröhlich zusammen sein. Beide lieben sich, beide wollen die Ernte einfahren, beide wollen in eine Balance kommen und beide wollen oder beide wissen, ahnen, dass es eine heilige Vereinigung ist. Was ist noch das Fundament? Moment. Ja, die Chance auf ganz große Gefühle. Das ahnen beide schon, das hatten wir mit dem Page der Kelche schon. Wir haben die 7 der Münzen. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ernten. Auf jeden Fall geht es ums Ernten. Das Fundament ist, dass beide wahrscheinlich an sich arbeiten und dass es Zeit wird dafür, die Ernte einzuholen. Also hier ist ja eine Bäuerin zu sehen, die hat schon ganz viele Münzen eingesammelt, wie beim Äpfelpflücken, hat in ihrem Korb schon die nächste Münze und da hängen aber auch noch Münzen im Baum. Das heißt, es geht darum, weiter zu pflücken. Nicht nur mit dem zufrieden sein, was man hat. Und es geht um den absoluten Neustart, dass man
völlig ohne Erwartung in die Beziehung oder dass man völlig ohne Erwartung weitergeht. Selbst wenn man jetzt denkt, man hat von allem losgelassen und man ist jetzt bereit für die große Beziehung oder wie auch immer, dann hat man ja immer noch Erwartungen. Und es geht darum, bei beiden, dass man in die Leidenschaft kommt mit den Lilien und dass man einfach ohne Erwartungen den Weg weitergeht, dass man an den anderen auch keine Erwartungen mehr stellt. Und an sich selbst im besten Fall auch nicht. Ne? Viele verstellen sich ja immer, viele tun vielleicht so, als wären sie fröhlich, als wäre das alles gar nicht so schlimm, was der andere macht. Und innerlich ärgern sie sich aber total, weil sie die Erwartung daran haben, dass das Gegenüber sich bei einem meldet oder dass das Gegenüber sich nur für einen selbst interessiert oder so. Ne? Das Fundament in Kurzfassung. Ich muss erst warm werden. Weiter? Was ich jetzt total interessant finde, erstens, es spiegeln sich einige Karten. Das ist total schön. Ich habe auch die vier der Stäbe, ja, diese Freude, dieses Miteinander verbinden, die heilige Vereinigung quasi mit der 11-11-22 und die Rückzüge immer wieder dann. Und was ich jetzt sehr spannend finde, du vertrittst ja die Seite der Zuschauerinnen und hast natürlich davon einiges an Gedanken und an Potenzial, was da liegt und an Ausführungen. Währenddessen unser Gegenüber, ja, dessen Seite ich ja gerade vertrete, karg mit drei Karten spielt. Und zwar sieht die Seite des Gegenübers im Kollektiv tatsächlich einfach in Kurzfassung das Fundament der ganzen Geschichte, die Umbrüche im Leben aus einer dunklen Situation ins Helle zu wandeln, ja, und den Mangel, den man im Leben erfahren hat, aufzulösen. Das ist das Fundament, die Heilung aus dem Mangel, die Heilung aus diffusen Energiesystemen, ja, und wirklich tatsächlich Kosmos und Erde miteinander zu verbinden, wie ein wunderschöner Lebensbaum und auch die Heilung der Ahnenthemen. Das ist das in Kurzfassung mit drei Karten, was das Herzmenschchen hier an Fundament sieht. Das ist wieder so typisch, das ist wie immer, man selber schreibt Romane, Nachrichten, ne, und dann kommt vom Gegenüber nur zurück, okay. Und das ist wieder sowas, man selber legt ein Fundament und macht und baut und bastelt und das Gegenüber will nur ein paar Sachen klären. Ja, wirklich. Es ist alles wie immer. Das ist echt lustig. Okay. Ich stelle dir jetzt quasi die Frage, weil du hast ja die Position, wir haben gesagt, wir gehen jetzt weiter mit den Wünschen. Ne? Was hat das Gegenüber... Also nicht, was hat das Gegenüber, sondern was hat der andere für Wünsche? Das heißt, du als Zuschauerin sagst jetzt eigentlich mir, was du dir so wünschst und was du dir nicht wünschst von mir. Erstmal, was ich mir wünsche, ja. Muss nur gucken, dass ich nicht durcheinander komme. Und wenn, ist auch richtig. Also eigentlich brauchen wir uns nie stressen. Okay, also ich wünsche mir von dem Gegenüber, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammen feiern können, dass wir zusammen glücklich sein können, dass wir in eine Gemeinschaft treten können, dass wir in unsere Vollendung kommen, dass wir das, was wir alles bearbeiten, einholen können. Also die 10 der Stäbe, genau, das ist ja die Vollendung von der Arbeit. Bei den 9 der Stäben, da hat er ja einen Schutzwall vor sich aufgebaut und krückt sich auf einen Stab. Und ich wünsche mir, dass wir das endlich alles abreißen können, dass wir die Schutzzäune abreißen können, dass wir uns nicht mehr auf irgendwelche Stäbe stützen müssen, sondern dass wir uns aufeinander stützen können. Ich wünsche mir, dass wir zusammen was aufbauen, dass wir was planen, dass wir gemeinsam in die Zukunft gucken können. Was wünsche ich mir von dir? Dich? Also das Gegenüber? Was wünsche ich mir denn? Dass das Gegenüber auch in die Heilung kommt. Dass das Gegenüber erkennt, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist. Und dass ich mit dem Gegenüber oder dass wir mit dem Gegenüber auch die Konflikte lösen können. Dass wir in die Selbstmeisterschaft kommen. Vielleicht gibt es ja irgendwann dann auch eine gemeinsame Selbstmeisterschaft. Das weiß ich nicht. Und dass wir in die große Verbindung kommen. Ne? Oder dass wir auch vielleicht die Konflikte lösen und aus den Gedankenkreisläufen rauskommen. Oder dass wir vielleicht aus diesen Kreisläufen rauskommen, die wir gerade jedes Mal wieder machen. Man redet miteinander, man geht in den Rückzug, man liebt sich, man hasst sich, man mag sich, man will sich nicht sehen, man will sich sehen. Also dieses ganze Hin und Her, eigentlich ist es ja immer wieder eine Endlosschleife. Und dass man da rauskommt, das wünsche ich mir. Ha!
Noch was? So, nein, Moment. Was haben wir jetzt vorher? Soll ich jetzt lieber sagen, was ich mir wünsche grundsätzlich von dir? Oder soll ich darauf antworten mit, das brauche ich gerade? Was ist dir vom Gefühl her lieber, wenn du jetzt im Fluss der Zuschauerinnen stehst? Soll ich dir antworten mit dem, was ich brauche? Oder soll ich dir antworten mit dem, was ich mir wünsche aus dieser Verbindung? Naja, also ich wünsche mir das. Vielleicht ist es ganz interessant zu erfahren, was das Gegenüber braucht, damit sich meine Wünsche erfüllen. Ne? Gut, dann kommt jetzt wieder eine karge Antwort. Also Mr. Gegenüber. Tatsächlich sehr einsilbrig. Ja? Wir hätten hier die zwei der Münzen. Also ich sage jetzt in der Energie des Gegenübers, ich brauche einfach meine Zeit, hier im Leben diesen Drahtseilakt, diese Balance für mich zu finden. Und während ich in diesem Balanceweg arbeite oder für mich da bin, von einer Situation zur anderen, muss ich mit den Möglichkeiten abwägen können. Und ich brauche das für mich, dass ich das Gewicht spüre von den jeweiligen Möglichkeiten, dass ich einfach Chancen und Wünsche in mir, aber auch des Außens wahrnehme und da wirklich in einer Balance für mich diesen Weg finden kann. Ich brauche einfach die Zeit, von A nach B für mich zu kommen. Immer noch. Immer noch nach wie vor, weil ich da auf diesem Lebensweg bin. Das ist ja herrlich. Okay. Vielleicht auch auf den Lebensweg, mich selbst auszugleichen. Ja. Okay. Schön. Dann warte ich mit meiner Vollendung noch ein bisschen, bis wir uns gemeinsam was aufbauen können. Das ist ja unglaublich. Okay. Aber vielleicht kann ich dir sagen, was ich mir wünsche an der Stelle von dir. Ja. Und zwar ist es, dass du auch ein Stück weit aus den Zweifeln rausgehst, dass du ein Stück weit vielleicht auch deinen Horizont ein bisschen aufmachst und beginnst durch dieses, ich will das gar nicht sehen oder ich zweifle an der Verbindung, dass du da lernst, ein bisschen durch diesen Schleier durchzusehen und deinen Zweifel tatsächlich ein Stück weit ablegst und beginnst auch hinter meine Fassade zu sehen, nicht nur im Gefühl, sondern tatsächlich auch in der wirklichen Wahrnehmung und mir diese Zeit dazu einfach gibst, die ich da einfach brauche und mich als Individuum, als Einzelne, als eigene Seele siehst, die da auch im Bezug mit dir oder ohne dich auf dieser Welt hier wandelt. Gut, dann sage ich dir jetzt, was ich brauche. Ja. Bitte. Ja. Na klar, kein Thema. Okay. Ich brauche wahrscheinlich das, ja, was brauche ich dann? Den Showkampf. Ich muss mich einfach beweisen, ich muss mich hervortun, ich muss einfach wissen, woran ich bin anscheinend. Ob es jetzt alles gut wird oder nicht alles gut wird. Meine Gewohnheiten sind nun mal einfach festgefahren und deswegen kämpfe ich auch immer wieder um dich und deswegen kann ich dich auch nicht richtig loslassen oder das Gegenüber. Ich rutsche mal ins Dich. Aber selbstverständlich brauche auch ich eigentlich den Rückzug oder wir, das Kollektiv braucht eigentlich den Rückzug, damit es mal richtig alles beleuchten kann, damit es die Wege beleuchten kann, wo es bis jetzt eigentlich hingegangen ist und ob es der richtige Weg war. Weil anscheinend wenn es noch nicht weitergegangen ist, dann kann es ja nicht der richtige Weg sein. Und vielleicht ist es dann eben nicht gut, ständig wieder zu kämpfen und ständig wieder sich zu melden oder ständig wieder dran zu denken und sich zu verkrampfen und alle anderen, die vielleicht in das Leben treten, mit denen man viel Spaß hätte, wieder wegzuschicken, weil man sich denkt, nein, nur der eine und sonst keiner. Haha. Ich brauche Impulse. Welche Aktivitäten ich vielleicht machen kann. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, was es sonst noch in meinem Leben gibt oder in unserem Leben, außer das Seelenpartner, Tohuwabohu und alles, was mit der Liebe zu tun hat. Man hat es ja, also manchmal merkt man das ja gar nicht, wie man sich schleichend so einfach nur noch auf diese eine Sache konzentriert, wie man da gar nicht mehr rauskommt. Und vielleicht sollte man sich andere Hobbys suchen, sage ich jetzt mal. Also ich sage jetzt nicht, dass keiner Hobbys hat, aber
Vielleicht sollte man gucken, dass man sich so gut wie möglich jetzt mal ablenkt und dass man sich Sachen raussucht, die einem mindestens genauso viel wert sind wie der Partner. Bei mir zum Beispiel, ich muss ja auch davon wegkommen, logischerweise. Auch wenn ich das ja so gar nicht einsehe. Aber ich gehe jetzt tatsächlich wieder zum Fanfanzug. Das habe ich, also sowas ähnliches wie ein Spielmannzug, das habe ich früher gemacht, als ich 16 war und war tieftotraurig, als ich es nicht mehr gemacht habe. Ist ja auch egal, warum. Und konnte es 20 Jahre jetzt nicht verkraften, dass ich da nicht mehr dabei bin. Und jetzt nehme ich mir einfach die Zeit dafür, weil worauf will ich denn warten? Ich werde ja auch nicht jünger. Und ich weiß, dass mir das genauso viel bedeutet, wie jetzt mein Gegenüber Herzensmännchen, meine kleine Sumpfpflanze, die nichts zu sagen hat anscheinend. Genau. Was brauche ich noch? Ich brauche Klärung, auf jeden Fall. Ich brauche Arbeit an mir selber, um meine alten Verträge zu lösen. Und ich muss mich um mein Zuhause kümmern. Ne? Richtig. Ich muss alles wegratschen, damit ich mal wieder freie Sicht habe. Vielleicht oder das Kollektiv hat sich da vielleicht in Gedankenfusseln verheddert. Und jetzt wird es Zeit. Und trotzdem will ich aber, dass das Gegenüber sich meldet. So. Aber eigentlich, wenn ich das so richtig sehe mit dem Eremiten und so, braucht die weibliche Seite genauso einen Rückzug wie die männliche Seite gerade. Ne? Und die weibliche Seite muss gerade eigentlich auch gucken, woran sie ist und wie es weitergeht. Hm? Nur in Bezug auf dich jetzt, auf die Seelenpartnerschaft oder grundsätzlich? Was? Also du jetzt als Kollektiv, als Vertreterin des Kollektivs, der Zuschauerinnen, hast du da jetzt das Gefühl, es geht bei dem Rückzug nur um den Rückzug aus dieser Seelenpartnerschaft, also um den Rückzug oder den Eremiten in dieser Verbindung, oder ist das jetzt ein Rückzug generell, wo du einfach Kraft schöpfen musst oder um eigene Themen hier anzusehen? Was ist das da? Also ich weiß nicht, wie es gerade allgemein im Kollektiv aussieht, aber ich kann da jetzt von mir sprechen. Mir ist aufgefallen, dass ich mich gerade komplett zurückziehe von allem. Mir ist gerade alles, was so Menschen um mich rum sind, zuwider. Ich bin gerade total auf mich selber fixiert und total damit beschäftigt, mich neu auszurichten sozusagen. Und ich habe ja mitgekriegt, meistens schwingen die Energien ja ziemlich gleich. Also würde ich sagen, das weibliche Kollektiv ist damit beschäftigt, und wenn nicht, dann sollte es damit vielleicht beschäftigt sein, sich jetzt nicht komplett aus der Welt zurückzunehmen, aber sich auf jeden Fall mit sich selbst zu beschäftigen. Also auf sich selbst zu besinnen in jedem genau. Belangen. Mhm. Genau. Ja, in allen Belangen, richtig. Nicht nur beim Seelenpartner. Das Schlimme ist ja, wenn man sich so sehr mit dem Seelenpartner immer beschäftigt, dann vergisst man ja irgendwann völlig, sich um die anderen Dinge auch zu kümmern. Ne? Finde ich jedenfalls. Und vielleicht sollte die weibliche Welt sich wieder darauf besinnen, was noch alles gepflegt werden darf, was noch alles wichtig ist im Leben außer der Seelenpartner. Ich sage jetzt nicht, dass alle Frauen nur den Mann den ganzen Tag im Kopf haben, aber dadurch, dass ja immer eine Sehnsucht da ist, wenn die an den Mann denken, vergessen sie vielleicht, sich über so kleine Dinge zu freuen oder überhaupt die Freude zu pflegen oder das Glück zu pflegen. Man kann ja auch nun mal ohne Seelenpartner glücklich sein. Auch wenn man das nicht so gerne hört. Ich höre es ja auch nicht gerne. Und trotzdem kann ich es. Und immer wieder, wenn ich es geschafft habe, denke ich mir danach, hoppala. Geht ja doch. Genau. Ja, also im Allgemeinen. Mhm. Ich habe nämlich vorher, jetzt habe ich geswitcht, jetzt bist du dran mit dem Switchen. Welche Position wählst du als nächstes? Was meinst du jetzt? Na, vorher habe ich gesagt, dann stelle ich dir gleich die Frage oder dann gehe ich gleich auf die Bedürfnisse ein. Jetzt kannst du schauen, welche Position du als nächstes gleich nimmst. Na, wenn wir uns jetzt gerade gesagt haben, was wir uns wünschen und was wir brauchen, dann sagen wir uns jetzt als nächstes, was wir uns nicht wünschen, oder? Mhm. Ja? Gut. Man muss nur auf meine Notizen gucken. Ja. Ich habe gar keine Lust mehr, so viel zu erzählen, weil du sagst ja sowieso nichts. Du, da liegt noch ganz viel. Das ist, aber es ist halt sehr, kurz gefasst. Aber trotzdem sehr, sehr schöne Botschaften, finde ich. Also es ist jetzt überhaupt nicht. Das war jetzt wirklich so spaßhaft gemeint, weil es ist eigentlich kurz und bündig. Aber trotzdem gefühlt schon mit einer sehr
liebevollen, zuvorkommenden Art und durchaus gewillt, hier wirklich auch in das Gespräch zu suchen oder in die Klärung zu gehen. Also es ist überhaupt keine abstoßende Energie oder sonst was oder so, ah, ich will jetzt nicht reden oder ich lehne mich zurück, sondern es ist einfach eine andere Art der Kommunikation. Das ist nämlich ganz lustig, weil ich selber, ich weiß ja selber auch, wie ich bin. Ja. Ich habe das jetzt mit Frauen, aber trotzdem so grundsätzlich, ich meine, ich kenne das ja auch mit Männern und ich begleite ja schon lang genug mit dem Kollektiv, dass ich weiß, dass da einfach auch die andere Seite wirklich tatsächlich oft etwas wortkarger ist. Aber es wird immer besser, muss ich sagen. Also auch von den Energien her, wenn ich die so spüre, da ist schon mehr Bereitschaft da jetzt, wirklich da auch einen Weg des Verständnisses oder der Akzeptanz füreinander zu finden. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Das ist groß lustig. Okay, also was wünsche ich mir nicht? Ich wünsche mir nicht die ganze Welt. Man braucht mir auf keinen Fall die ganze Welt zu Füßen liegen. Ich habe selber genug. Das reicht ja nur bedingungslose Liebe oder, was weiß ich, Aufrichtigkeit. Auf derselben Position, ja. Aber auf derselben Position. Ja. Okay, also ich wünsche mir nicht die Welt, du wünschst dir nicht die Welt. Das ist ja schon mal schön. Ich wünsche mir nicht weiter verletzt zu werden. Ich wünsche mir klare Worte, auch wenn es in dem Moment vielleicht wehtut, aber dann tut es ja nicht auf lange Sicht weh, sondern dann kann ich endlich meine Wunden heilen und dann brauche ich nicht länger zu überlegen, was als nächstes passiert, sondern dann weiß ich ja, was da ist und dann weiß ich auch, was kommt. Hier auf dem Blatt ist ja bei der Acht der Schwerter, hat sie ja den... ist ja gefesselt und sie hat die Augen verbunden. Das heißt, sie weiß nicht, was als nächstes passiert. Sie weiß einfach nicht, ob jetzt die Schwerter gleich zustechen oder ob die da nur in einer wartenden Position sind. Und warum leuchtet sie? Sie lässt einfach ihr Leuchten frei und damit bezürzt sie alle. Ich wünsche mir nicht einen großen Kämpfer. Ich wünsche mir nicht jemand, der einen Flattermann macht und den ganzen Tag durch die Welt rennt und mir erklärt, wie wichtig er ist und wie gut er kämpfen kann. Jeder Mensch ist auch schwach. Es gibt keinen Menschen, der nicht schwach ist. Der Mensch, der schwach ist, der hat einfach alles so tief vergraben, dass er keine Schwäche mehr zulässt. Und das ist ungesund, davon wird man krank. Also ich brauche keinen großen Ritter mit einem Schwert und ich brauche hier auch keinen Adler. Mir reicht ein kleiner Falke. Genau. Was noch? Ich brauche nicht die große Weisheit. Was wünsche ich mir nicht? Ich wünsche mir nicht. Ich weiß, dass ganz viel Wissen da ist, auch wenn der andere nicht davon überzeugt ist und mehr Wissen brauche ich von dem anderen auch gar nicht. Also in den meisten Fällen, glaube ich, ist das Gegenüber ja auch sehr intelligent und das Gegenüber kommt sich dann meistens ziemlich doof vor, weil der vielleicht auch irgendwelche doofen Sachen sagt oder so, und so ist es nicht und ich weiß, dass da Intelligenz ist. Ich brauche also keinen Einstein, wünsche ich mir. Ja, was wünsche ich mir nicht? Ich wünsche mir nicht die Liebe? Was? Siehst du das? Siehst du das? Ja, vielleicht ist das diese Zurückhaltung aus der Liebe, dass man eher den Verstand über das Herz siegen lässt und sich dann im Außen brilliert vielleicht auch, anstatt in die Tiefen einzukehren oder so. Ja. Ein paar so Erfahrungen haben wir ja schon mitbekommen, auch in den Workshops, wo ja doch recht lustige Ausdrucksweisen stattfinden. Geht sich im Verstand auszudrücken und dann unterisch ist ganz viel Liebe da oder die Liebe auch ausgedrückt, aber was da manchmal für lustige Dinge herauskommen, gerade bei Männern, die versuchen intelligent zu wirken, nämlich auch noch, obwohl sie es eh sind, ja. Da kommt dann manchmal schon mal ein bisschen ein... Ja, ich wünsche mir nicht das kurzfristige Glück, wahrscheinlich wünsche ich mir das langfristige Glück und keine Angst, ich wünsche mir keine Kinder. Wahrscheinlich. Vielleicht haben manche gegenüber sehr auch Angst, dass wir Kinder wollen. Ich weiß es ja nicht. Ich wünsche mir nicht, dass mein Gegenüber oder wir, also das Kollektiv wahrscheinlich, wünscht sich nicht, dass das ein Mann großer Taten ist oder dass das ein Mann ist, denn, ach so, ein Mann großer Taten. Die kleinen Dinge machen ja das Leben aus. Der Mann muss nicht, so wie ich es gerade schon gesagt habe, man braucht ja keinen großen Ritter mit einem Schwert und einem Adler auf der Schulter, sondern das reicht einem in den meisten Fällen ein ganz normaler Mann. Ne? Der muss kein Schloss erobert haben, sondern der muss mir nur eine Holzhütte bauen können. Hoffentlich. Aber nicht mal das, ich ziehe mit dem auch in eine Höhle, das ist nicht so schlimm.
Genau, ich wünsche mir nicht einen Mann, der nicht im Augenblick leben kann. Und ich wünsche mir nicht einen Mann, der so neugierig ist. Wahrscheinlich die meisten Gegenüber stalken ja genauso, wie wir das machen, nur dass die das nicht zugeben und dass die das anscheinend geschickter machen. Und die verlieren nicht so viele Worte wie wir darüber. Ne? Wir Mädchens untereinander, wir sitzen ja dann da so, hast du das schon wieder gesehen? Und dann wird ein Foto gezeigt, hier, guck dir das mal an, wie kann der sowas nur machen? Und die machen es halt nicht, die machen es mit sich selbst aus wahrscheinlich. Was wünsche ich mir nicht? Den Engel des tieferen Sinns. Er muss nicht immer so tief graben. Ne? Er muss nicht hinter allem die tiefste Antwort suchen, die es gibt. Manchmal ist es auch ganz oberflächlich alles. Also, ne? Wie weit will man denn das Wort Liebe zerpflücken, bis man auf eine Antwort kommt? Liebe ist Liebe. Oder? Würde ich mal sagen. Die Männer sitzen ja dann auch da und denken sich, oh Gott, was will die bloß alles von mir? Und dann will die mein Geld und dann will die mein Haus und dann will die auch noch meine ganze Zeit und dann will die dies oder das oder jenes. Nee, will man gar nicht. Der soll sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Man will doch nur zusammen sein. Denke ich. Ja, das wünsche ich mir nicht. Ich habe fertig. Ich überlege gerade. Mit was soll ich da jetzt antworten? Also, ist das eher die Position, was wünsche ich mir nicht, einfach als Erklärung auch, oder als das brauche ich nicht, weil es ist beides für mich jetzt gerade so im Dings nicht stimmig. Es ist einfach für mich eine abgeschlossene Geschichte. Es ist einfach klar, ja, das wünscht man sich nicht. Ja, jetzt, wo ich in der Energie drinnen bin, ist es so. Ja. Völlig klar. Das wünscht man sich nicht. Ach so, das ist ja dann auf meiner Seite. Ich glaube, ich werde jetzt einfach darauf sagen, was ich mir nicht wünsche zur Klärung, weil das ist einfach, ich glaube, für jeden, für sich so ein bisschen ein intimer Raum, wo man das einfach mitteilt. Ja? Ja. Und für mich ist es so, ich habe tatsächlich, was wünsche ich mir nicht, habe ich die Welt und derselben Position. Und in dem Kontext heißt es aber für mich tatsächlich, ich wünsche mir nicht, dass du meine Welt durcheinander bringst, dass du alles auf den Kopf stellst, ja, dass ich mich permanent umsortieren muss, dass ich aufgrund von äußeren Einflüssen in die Bewegung gebracht werde, dass ich in mir suchen muss, was ich miteinander verbinde, dass ich mehr oder weniger dazu angetrieben wird, jetzt endlich einen Weg zu finden oder meine Kräfte miteinander zu vereinen oder Himmel und Kosmos miteinander, Kosmos und Erde miteinander zu verbinden. Es ist für mich Zeit, in mich selber zu sehen, aber das möchte ich auf meine ganz eigene Weise für mich finden. Meine Kraft, meine Stärke, meine Sicht, bis ich bereit bin, da wirklich diesen Pfad des Zusammenkommens zu finden. Und mir kommt es manchmal so vor, wie wenn das angetrieben wird. Und da wünsche ich mir nicht, dass das eben so immer wieder durchgewirbelt wird. Ja? Gleichzeitig eben diese Sicht auf mich, was ich mir wünsche. Ja? Nämlich diesen Blick durch den Schleier, wo es darum geht, dass du mich erkennst als Wesen, was ich bin, dass mich das einfach vielleicht einfach ein bisschen zu viel wirbelt für mich in dem Moment. Weil ich brauche diesen Drahtseilakt, ja. Ja, dass ich von A nach B in meinem Tempo gehen kann und den Ausgleich da in mir finde. Ja? Deswegen wünsche ich mir nicht, dass du mir immer wieder meine Welt so durcheinander bringst. Ja? Du bist für mich wie so ein Feuerpfeil, der da hineinstößt und dann weiß ich nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Vielleicht habe ich einfach auch Angst oder wünsche mir einfach nicht, dass du mich innerlich so durcheinander bringst auch. Ja? Aber das ist doch wichtig. Dafür sind wir doch da. Aber in meinem Tempo. Dann werden wir nie fertig, jedenfalls nicht in diesem Leben. Dann brauchen wir noch 5 Leben. Also wirklich. Dann haben wir wieder, schau da durch das Dings und hör auf zu zweifeln und zu glauben, dass es da herangetrieben wird. Alles braucht seine Zeit hier, um zu wachsen. Nee. Das ist im Zeitalter der Technik, wo alles heutzutage hochschießt wie sonst nichts, ne?
Also jetzt mal ernsthaft, man hat ja für nichts mehr Zeit. Alles ist schnell. Und sich dann darauf zu gewöhnen oder sich dann daran zu gewöhnen, dass eine Situation tatsächlich länger braucht und eine Situation erst fertig ist, wenn sie fertig ist, das ist so unglaublich schwierig. Wirklich. Also, ich habe vorhin eine Nachricht in den Chat geschrieben, in meinem Familienchat, da ging es um Weihnachten. Man muss ja lange genug planen. Und dann habe ich das abgeschickt und bin zu meinen Kindern rübergegangen und habe gesagt, stellt euch mal vor, die haben noch nicht geantwortet. Und dann guckt meine Große mich an, es ist vor 7 Minuten gewesen. Und ich, ja, was machen die denn den ganzen Tag? Also wirklich, weil ich so nervös war, weil ich wussten wollte, was die sagen. Nee, aber die Ruhe zu bewahren, wenn man selber schon so aufgeregt sowieso von Natur aus ist, aber dennoch die Ruhe zu bewahren in dieser schnelllebigen Zeit, wo man für nichts mehr Zeit hat, ne, das ist unglaublich schwierig, finde ich. Man denkt, wenn man nicht alles sofort auf der Stelle hat, dann hat man es verpasst. Ne? Also jedenfalls ist das bei mir so. Das ist ein guter Glaubenssatz. Ja. Der ist tatsächlich im Kollektiv sehr stark vertreten, auch in verschiedenen Ausprägungen. Nicht jeder ist so ungeduldig. Ich glaube, da sind die Widerchens doch ganz, auch nicht alle. Natürlich kann man ja nicht alles über einen Kamm scheren. Aber alle, die so innerlich so ein bisschen getrieben sind und dieses innerliche, ich kann voranschreiten und ich tue das jetzt, die sind schon in der Tat auch ein bisschen in der Zeit dazu angehalten, in die Ruhe zu finden und einfach da jetzt wieder mal Step by Step ihr Leben zu gehen. Weil das eine ist die psychologische Entwicklung grundsätzlich und das andere ist das technische schnelle Leben. Ja. Und wir sehen ja auch in den ganzen Burnouts und so weiter, dass das beides zusammen ja auch gar nicht einhergeht. Ja. Jetzt wirst du lachen, weil was sagt das Gegenüber hier an der Stelle, nämlich tatsächlich zum Was brauche ich nicht? So, ich brauche keine Manipulationen mit den Magier. Ich brauche es nicht, viel zu viele Dinge auf einmal kennenzulernen und in mir zu integrieren. Ich habe vom Wesen her, bin ich jemand, der sehr, sehr stark auf sich selber achtet und auf sich selber hört und doch in manchen Dingen schon verfestigt ist. Und alles, was zu viel Neues, zu viel Umwürfel, zu viel alles zusammen ist, das macht mich innerlich nicht, das macht mich innerlich unrund, manchmal sogar fertig. Und ich kann schon Dinge langsam jonglieren, aber möchte an dem Punkt nicht für mich manipuliert werden. Schon wieder. Ich will nie manipuliert werden. Ich verstehe das ja gar nicht. Oh, das ist furchtbar. Ne? Und dann soll man die Ruhe bewahren. Und dann soll man nicht vorgreifen. Und dann soll man sich da nicht einmischen. Und soll ihn seinen Weg alleine gehen lassen. Aber wie denn, wenn er den nicht findet? Mann. Und dann sagt er auch noch frech gerade heraus, das ist ihm alles zu viel. Tschüss. Und man ist so feurig und man ist so schnell. Meine Güte. Legen wir den Rückwärtsgang ein. Wirklich. In der Ruhe liegt die Kraft. Einfach, das Nein. ist wirklich etwas, das kann ich echt... Das ist zu oft und zu viel und zu eindeutig. Ja? Die Menschen, egal ob weiblich oder männlich, die wirklich in dieser Energie drinnen sind, wo es darum geht, auch im psychologischen Sinne, einfach mal loszulassen. Da geht es nicht einmal um Seelenpartner. Mhm. Es ist völlig egal, wie man das nennt. In Beziehungsstrukturen, diejenigen, die wirklich dabei sind, einmal diesen Schmerz zu überwinden, dass vielleicht Vorstellungen anders gelaufen sind, als man sie hatte. Und diese Vorstellungen einfach für sich einmal loszulassen und in seiner Tiefe drin nachzuspüren, um was es da eigentlich geht. Und allzu oft ist man halt in der Situation, dass man vielleicht dann doch dazu tendiert, den anderen diese Unzufriedenheit, ja, oder die Schnelligkeit in sich oder den Wunsch danach, das erfüllt zu bekommen, umhängt, ja, oder hinprojiziert. Das hört man natürlich nicht gerne, aber genau das passiert, weil wenn ich jemanden liebe, wie er ist und mich selbst liebe, wie ich bin, und jemand ist offenbar nicht bereit dazu aus verschiedenen Gründen oder man selbst ist nicht bereit dazu aus verschiedenen Gründen, ja, und es passt einfach nicht, dann habe ich mir eine andere Vorstellung von dem gemacht, das eigentlich gerade möglich ist. Das heißt nicht, dass es nachher nicht möglich ist, aber es heißt jetzt, tendenziell ist die Situation eher zu unzufriedenstellend. Und das ist die Energie der Loslasserinnen, die dann einfach sagen, okay, ich gebe das jetzt einfach mal frei. Ich schaue mir das an, was in mir ruckelt und zuckelt und was da diesen Bezug hinstellt, aber ich gebe das für mich einmal frei und stellen mich in meiner Kraft auf und im Kollektiv funktioniert das derzeit sehr gut sogar. Ja, natürlich, jetzt, wenn so Wirbelwind Energien durchziehen, dann rüttelt es und schüttelt es einmal wieder. Einige treffen sich jetzt wieder kurzfristig oder haben eine Klärung, manche nicht.
es kommen trotzdem Zeichen hoch und man spürt das schon, ja. Und wie gesagt, die eine, ich nehme jetzt hier schon jemanden wahr, eigentlich auch von deiner Seite her, wo der Bezug noch da ist. Also das ist jetzt nicht eine Person, die schon einfach abgeschlossen hat mit der Thematik. Also das sehe ich da nicht. Ja, und aber auch von der Gegenüberseite nicht. Ja, aber es geht wirklich darum, diesen Balanceakt zu finden und da wirklich zu sagen, warum sind diese Rückzüge da und warum brauche ich die Rückzüge überhaupt? Ja, und scheinbar braucht man die Rückzüge, damit man ja in seine Kraft finden kann, weil man ja sonst aus diesen Strukturen, die sich beziehen aufeinander und eben dieses Beziehungsspielchen, ja, nicht die Partnerschaft hat, ja nicht ausmerzen kann oder einfach nicht in die Heilung bringen kann. Und wie man schon gesehen hat, geht es ja genau um die Heilung eben von diesen unguten Strukturen in Beziehungen, damit es in die Partnerschaft kommen kann. Ja, grundsätzlich einfach einmal um die eigene Fähigkeit, sich selbst zu lieben, sich selbst zu füllen, auch wenn man das nicht hören kann manchmal, und damit auch den anderen diesen Raum zu geben, der ja genau dasselbe will oder in der genau selben Situation ist. Und wir haben ja bewusst jetzt nicht so die Karten gelegt, sondern schon vorab jeder in der Energie drinnen die Karten gelegt. Das heißt nicht einmal im Kanal nacheinander, sondern wirklich für sich und trotzdem spiegeln sich ganz viele Karten. Ja, wo man einfach wirklich sieht, okay, das sind zwei Personen, die sich gefunden haben, scheinbar, um einen Weg zu gehen. Und da darf man wirklich sagen, und da kann ich diesen Spruch wieder bringen, den meine weise Frau gesagt hat vor einiger Zeit, wirklich dieses, ich wünsche mir mein bestes Leben und den besten Weg dorthin. Und genau dasselbe wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir das beste Leben und den besten Weg dorthin. Und da, dass man sich gegenseitig diesen Raum gibt, diesen Raum, sich selbst zu erfüllen, was man möchte und sich selbst draufzukommen, was man wirklich will. Weil es gibt nichts Gefährlicheres, sage ich jetzt einmal, oder ich meine jetzt in der Partnerschaft selber, als wenn beide sich immer wieder mit den Kindheitsstrukturen oder mit den offenen Themen begegnen, sich wehtun, gerade in solchen Verbindungen nicht bewusst wehtun oder schier wehtun oder sonst was. Ich meine einfach schwerwiegend, unabsichtlich in Bezug der Erzieherei, als wenn man da einfach mal locker lässt und sagt, okay, ich lehne mich jetzt zurück. Ich weiß ja, offensichtlich tut sich was, auch wenn es für mich gefühlt im Schneckentempo ist. Aber irgendwie spüre ich trotzdem, dass sich ja was ändert. Ich ändere mich und irgendwie ändert sich ja dann trotzdem was. Weil wenn ich in meine Reife gehe, dann sehe ich ja auch die Situation anders oder dann gehe ich ja auch mit der Situation anders um. Und genau das passiert dann da auch, ja. Und dann dreht sich wieder das Ganze und das Ganze darf weitergehen. Und es geht halt nicht schneller, als es halt ist. Und manchmal ist das auch ganz gut, weil ich kenne genug Menschen, die vorgegriffen haben und wieder in Situationen gekommen sind, eigentlich gewusst haben innerlich und der Impuls war da. Nein, jetzt ist doch nicht der beste Zeitpunkt dazu. Aber irgendein Muster hat innerlich geschrien, doch, aber ich will jetzt unbedingt und ich habe Sehnsucht nach ihm und ich möchte das jetzt unbedingt wissen. Zack, bum, brack, was ist passiert? Kurze Kommunikation, wenn überhaupt, ja. Und dann hat man sich unter Anführungsstrichen, weil das sagt man ja dann immer so schön, eine Watschen eingefahren. Ja, das sagt man dann oft, ja, ich habe mir schon wieder eine Watschen eingeholt, ja. Oder ich hab eigentlich gewusst, das war nicht der richtige Zeitpunkt. Und trotzdem, ja, also wirklich immer dieses gut hinhören, gut hinspüren, bin ich jetzt wirklich schon so weit? Ist die Situation schon so weit? Natürlich kann man sich antasten. Aber was bedeutet, was erwartet, du hast das ganz super gesagt am Anfang, diese Erwartungen, das war ja wunderschön eigentlich, ja. Weil erwartet man sich von anderen? Was erwartet man von sich selber? Was ist es denn? Wieso kann man das nicht, wenn man sich den anderen begegnet? Ich kann sagen, aus meiner Situation, ich habe einige Seelenpartnerinnen, mit manchen ist das Thema für mich, wir haben alle sind wir Seelenpartner, ja, aber die mir nächsten Seelchen sind bei mir, die ich als meine nächsten Seelchen spüre. Mit manchen hat sich das für mich total aufgelöst. Ja, also aufgelöst im Sinne von, da ist kein Bezug mehr drinnen, sondern das ist einfach total frei. Und auch mit meinem Seelensternchen, von dem ihr da jetzt schon öfter was gehört habt, ist es so, dass es für mich jetzt frei ist. Und wenn ich mit ihr Kontakt habe, dann ist es frei. Ich erwarte nichts von ihr. Ich sag ihr, dass ich da bin, wenn sie was braucht. Das weiß sie und auf der Linie kommunizieren wir miteinander. Aber ich habe nicht die Erwartung, dass sie mir innerhalb kürzester Zeit zurückschreibt,
da ist ad hoc, sondern ich weiß um ihren Prozess gerade, in dem sie sich befindet, aus der Ferne. Ich habe es ein bisschen mitbekommen, aber mir ist das klar. Jetzt einfach nur das Thema und für mich ist der Bezug nicht da. Der Bezug innerlich, ich spüre sie, es ist okay, aber es ist frei. Ich habe sie freigegeben, insofern, dass sie ihr Leben gehen kann, dass sie einfach schauen kann und ich mache mich frei. Ich bin beschäftigt mit meinen Themen, ich befasse mich mit mir, ich befasse mich damit, was will ich von einer Partnerschaft, was will ich von Dates, ja, wie gehe ich wirklich damit um? Und damit hört sich das dann irgendwo, ich bin dann innerlich freier. Ja, vorher war das schon so dieses, okay, wenn ich jetzt schreibe, dann unabsichtlich, also ich habe jetzt keine Zeitlinie gehabt, ja, dass ich mir gedacht habe, okay, aber wenn dann irgendwie nicht innerhalb von einer gewissen Zeit irgendwas gekommen ist, ja, dann bin ich halt unrund geworden, weil die Erwartung natürlich schon war, dass das dann in dem und dem Ausmaß geschrieben wird. Naja, so, und dann ist der nächste Punkt, dann wurde endlich geschrieben. Ja. Also erstens hat es mich unrund gemacht, ich kenne das ja auch alles, diese Spielchen, ist ja nicht so. Ja, erstens hat es mich unrund gemacht und zweitens war dann kein Smiley dabei, sondern ein Punkt. Um Himmels Willen. Also streng auch noch. Ja? Also es ist ja wirklich, ja. Und da macht man sich in Wirklichkeit, das, was man freigibt, ist sich selber. Ja? Nicht den anderen, nicht irgendwas. Man sagt es halt immer so, aber in Wirklichkeit gibt man sich selber frei und dadurch den anderen auch. Weil das, was mich gestört hat, war, dass ich unrund geworden bin, dass ich die Erwartungen gehabt habe, dass ihr kann es ja wurscht sein, ja. Sie kriegt das ja vielleicht nicht einmal mit. Ich meine, hin oder her, ja. Ja. Aber mich hat es narrisch gemacht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ja? Und das ist halt einfach, das ist es nicht wert. Und wenn man diese Strukturen findet, die einen in diesen Bezug halten, wenn man das auflöst für sich und sich selber freigibt, gibt man automatisch den anderen auch frei. Und dann läuft es von selber anders. Ja? Weil dann sagt man, okay, am Anfang hat man Angst davor. Ja? Und kommt vielleicht immer wieder in dieses Radl hinein, wo man sich denkt, um Gottes Willen, jetzt mache ich da was und kann ich das beenden und wie schaut das dann aus und wenn ich den jemanden dann vielleicht doch lösche oder vielleicht darf ich den doch nicht löschen, weil jetzt muss ich den doch, weil dann könnte sich ja irgendwie, dann könnte ich den ja ganz verlieren oder dann mache ich das vielleicht auch noch kaputt und dann ist wieder falsch, egal was man sich hier denkt, ja, und auf der anderen Seite ist das dann wieder dieses, nein. Das ist ein Radl, das ist ein Muster, was in einem rennt, das ist eine Konditionierung und da darf man rausgehen. Ja? Einfach mal trauen, man selber zu sein und seine Befindlichkeiten und Grenzen auch abzustecken und danach auch zu gehen. Ja? Und nicht nur den Gedanken zu haben, was braucht der andere dann? Was will der andere dann? Wie kann ich den anderen gefallen, ist vielleicht der bessere Ausdruck. Was kann ich alles machen, damit ich den anderen gefalle, damit ich dann das bekomme, was ich im Endeffekt brauche? Na, der Weg ist umgekehrt. Was brauche ich innerlich? Wie gefalle ich mir selber? Und was bekomme ich dann vom Außen, was ich dann annehmen kann? Und alles andere ist dann halt einfach für den Zeitraum zumindest nicht stimmig. So, das war jetzt ein Monolog auf Zeit. Ich hätte so viel antworten können, aber man kommt ja nicht dazwischen, Dani. Warum? Sag doch was. Nein, es ist ja so interessant. Warte mal, was wollte ich dazu sagen? Ich wollte dazu sagen, dass ich mittlerweile glaube, dass mit dem Loslassen, wenn man sich so schwer tut, damit seinen Herzensmenschen oder Seelenpartnerchen oder was auch immer, das loszulassen, dann ist das meistens gar nicht das Einzige im Leben, woran man so festhält. Ich glaube, das spiegelt sich in ganz vielen, jedenfalls habe ich das bei mir mitgekriegt und auch in meinem Umfeld, dass das meistens Menschen sind, die sich auch an ganz viele andere Sachen klammern. Das wollte ich sagen. Ach so, und dann, auch wenn ich so ungeduldig bin, ne, und die ganze Zeit eigentlich immer wieder sage, na, von mir aus hätte es schon gleich am selben Tag passieren können und was soll dieser ganze Weg und so, bin ich trotzdem total froh über diesen Weg. Und jedes Mal, wenn es mir richtig schlecht geht, so wenn ich denke, Mann, was hat er denn oder was ist denn mit ihm los, dann versuche ich daran zu denken, was ich schon alles erreicht habe. Was ich also ich habe ja nur dadurch, dass ich mit ihm nicht zusammengekommen bin, sage ich jetzt mal, habe ich überhaupt angefangen, meinen Weg zu gehen. Ne? Habe ich angefangen, mir die Videos anzugucken, habe dich getroffen, habe mit dir angefangen zu arbeiten. Naja, ist ja so. Also nur dadurch bin ich überhaupt mal losgegangen. Ne? Jetzt gerade, glaube ich, ist es gar nicht mehr so sehr die Angst, dass er nicht zu mir will, sondern meine Angst ist, glaube ich, gerade eher, was ist, wenn ich jetzt so weit wachse und so groß werde, dass ich ihn gar nicht mehr will.
was ist Das kann dann? ja auch passieren. Weiß man es denn? Das passiert auch manchmal. Die Interessen, die verschieben sich ja und auch die Wünsche und Sehnsüchte verschieben sich ja, ne? Und vielleicht halten manche auch deswegen so sehr daran fest, weil sie einfach viel zu sehr Angst vor was Neuem haben. Ne? Habe ich letztens irgendwann schon mal gesagt, diese Gewohnheit, man hat sich da so schön festgefahren in dieser Gewohnheit, man ist es so schön gewohnt, nur an ihn zu denken und nur mit ihm irgendwie zu tun zu haben. Na, um Gottes Willen, wie soll ich denn da an jemand anders denken? Das ist ja was ganz anderes. Nee, was Neues, oh Gott. Wo man so schön in seinen Gewohnheiten rumschwimmt, ne? Ja. Die Angst vor der eigenen Größe, das bringen fast alle mit. Dieses, wenn ich das loslasse, was mich ja tendenziell, und das sind ja alle auf ihren Weg, in ganz, also wirklich, also auch das Kollektiv, was ich da jetzt begleite, ja, und du kriegst das ja auch immer wieder mit, ja, Ja. ist tatsächlich, da sind ja so viele Fortschritte passiert auf allen Ebenen und wirklich dieses Gewachsensein, ja. Und natürlich bröckelt das dann manchmal ab und vielleicht hat man dann auch manchmal Angst davor, auch diese Sicht auf den anderen vielleicht zu verlieren, so wie man sich vielleicht auch ausgemalt hat, ja, einfach diese Vorstellung auch, Die Erwartung, die man hat. ja, richtig, ja, und da wirklich in seiner Größe einfach aufzustehen und sagen, hey, plötzlich leuchtet die Welt aber doch bunter, noch bunter vielleicht, noch mehr intensiver, Ja. und was kommt dann? Man weiß es halt nicht. Das Schöne und gleichzeitig natürlich auch manchmal Erschreckende ist, man weiß es halt nicht. Da kann man hellsichtig sein, was man will, ich sehe ja meinen Weg auch nicht, ja. Ich kann andere unterstützen dabei, Tendenzen herauszusehen und zu schauen, okay, wie schaut der Weg aus? Aber wissen, meinen eigenen Weg, weiß ich auch nicht. Da bin ich wie ein blindes Ei und muss selber herumtapsen, ja? Oh, das wäre ja nervig für mich. Alles kann ich sehen, nur mich selbst nicht. Nee. Auf der anderen Seite, es ist wirklich schön, weil man stelle sich mal jetzt vor, ja, manchmal hat man ja diesen Wunsch, dass man den Ausgang kennt. Auf der anderen Seite, wenn man den Ausgang kennt, dann macht man ja gar nicht diese Erfahrungen. Ja, und dann ist es ja auch fad. Dann wird man nicht überrascht, dann gibt es keine Wunder mehr. Dann ist alles sehr eintönig und langweilig irgendwo dann auch, ja. Naja, vor allen Dingen, wenn man den Ausgang kennt, kennt man ja nur einen möglichen Ausgang, weil vielleicht tut man ja dann alles dafür, damit das nicht passiert. Ne? Und dann geht es woanders hin, was man auch schon wieder nicht weiß. Richtig. Genau. Du gehst die Schritte nur im Jetzt. Genauso ist es, ja. Ach, ich sag's dir. So, jetzt sag mir mal bitte als Zuschauerin im Kollektiv, was brauchst du für dich nicht? Das war jetzt ein krasser Schnitt, aber ich habe mir gedacht, so. Kommen wir aus unserer Teeplauderei mal wieder raus. Was brauche ich für mich nicht? Wo ist das schon wieder umgeknickt? Ich sehe dich. Nee, ich habe auf mein Handy geguckt. So, also, was ich für mich nicht mehr brauche, ist dieses Mangelgefühl. Fünf der Kelche. Dass ich immer nur darauf gucke oder dass wir immer nur darauf gucken, was wir verloren haben, sondern es wird Zeit für uns, dass wir uns umdrehen und uns die anderen Kelche angucken. Es wird Zeit für uns, dass wir uns, oder was brauchen, nee, wo sind wir jetzt bei was brauche ich nicht? Was brauchst du nicht, ja? Was brauche ich nicht? Okay, also ich brauche das Mangelgefühl nicht mehr und ich brauche die Showkämpfe nicht mehr mit dem Sechs der Schädeben. Ich brauche es nicht mehr, mich immer behaupten zu müssen, anderen gegenüber immer wieder eine Rolle zu spielen, immer wieder nach außen hin zu zeigen, wie stark ich bin und wie toll ich bin. Das brauche ich alles nicht mehr. Ich brauche auch keinen Lorbeerkranz, ich weiß, wie toll ich bin. Und ich brauche keine Abhängigkeiten mehr, ne? Den Teufel. Ich brauche die Sucht nicht mehr. Ich brauche diese Abhängigkeit nicht mehr. Ich brauche diese Vorstellung nicht mehr davon, dass das Einzige, was zählt, der Seelenpartner ist. Haben wir uns ja gerade lang und breit drüber unterhalten. Auf jeden Fall brauche ich das nicht mehr. Ich brauche diese krankmachenden Gefühle nicht mehr, die mich immer wieder runterziehen. Ich brauche auch die Schmerzen von Anubis nicht mehr, die ja immer wieder hochholt dadurch, ne, und mich immer wieder noch mal 1000 Tode sterben lässt. Ich brauche die Blockaden nicht mehr. Ich brauche das Festhalten nicht mehr. Das Festhalten am Gegenüber. Und ich brauche nicht mehr, dass ich einfach nicht weiß, welchen Weg ich gehen soll. Ich will mich endlich entscheiden können, welchen Weg ich gehe. So, das brauche ich alles nicht. Sehr gut.
Ja, das hört sich ja gut an. Das sind so ziemlich alle Sachen, die wir jetzt gerade geredet haben, in Kurzfassung. Was eigentlich so Noch dein mal Ziel ist, zusammenzufassen. wo man eigentlich rausgeht, nämlich, wovon man rausgeht, um dann in diese Partnerschaft zu gehen und nicht mehr dieses Beziehen zu haben. Ja. Das ist ja geil. Na gut, okay. Also pass auf, die Positionen, was will ich mit dir klären? Ja, beziehungsweise was kläre ich gerade mit mir selber? Das füge ich jetzt ein bisschen, sage ich in einem, du Okay. auch, weil ich glaube, dass das sinnvoll ist. Okay. Und zwar das, was ich mit dir jetzt noch klären möchte, ist einfach das, ich als dein Herzmensch, der Herzmensch der Zuschauerinnen, ich möchte einfach klären, dass Liebe da ist, ja, und dass hier einfach aus mehreren Blickwinkeln heraus und aus mehreren Positionen heraus immer wieder der Kelch gefüllt wird und dass da alles da ist, ja. Aber es gibt einfach Situationen im Leben, wo man den Strom oder wo man mit diesem Strom der Liebe vielleicht noch nicht mitschwimmen kann, ja. Das ist einfach, da wandelt man noch irgendwo zwischen Himmel und Erde, weil wir gesehen haben, dass das ein Thema ist bei mir. Wo man mit den Füßen vielleicht am Boden aus verschiedenen Gründen noch nicht so in der Form landen kann, wo einem vielleicht manche Dinge so noch nicht gar nicht bewusst sind, wo man vielleicht einfach noch den Antrieb im Inneren braucht, sich vielleicht doch noch ein bisschen an so irdische Themen festzuhalten, bis man es irdisch auch glaubt. Das kam jetzt so mit. Ja? Hier haben wir den Pagen der Münzen, der noch nicht mit den Füßen auf den Boden ankommen kann. Und wir haben hier, und das ist tatsächlich auch eine übergeordnete Karte mit der Schönheit, haben wir ein Reh. Ja, und diese Schönheit, diese Feinfühligkeit, dieses Leichte und Schöne des Lebens auch, dass irgendwie diese Muster auch weg sind, kommt mir vor. Diese Transformation, die daraus stattfindet, die muss hier erst geschehen auf meiner Seite. Das ist das, was ich mit dir klären möchte. Weil ich glaube, da einiges zwischen uns einfach noch in der Unreife fließt, ja, oder einfach noch an einem Punkt ist im Leben, wo es noch gar nicht zum Verfestigen angekommen ist, sondern einfach noch so ein paar Teiletappen braucht, wie man sich da aus verschiedenen Perspektiven holt oder zusammenzieht, um hier diesen Kelch oder diese Reife, diesen gefüllten Kelch mit diesem Überfluss dann endlich auch irgendwann zu genießen. Ja, das ist das, was ich mit dir klären muss, weil ich persönlich, ja, bin hier noch bewandert, vermutlich mit einer Person, ja, also mit einer weiblichen Energie. Das kann, wenn jetzt der Partner nicht vergeben ist, kann das auch ein Mutterthema sein, kann ein Schwesternthema sein, kann mit der Weiblichkeit an sich, das kann auch eine Ex sein, ja. Da geht es um die Drachenenergie, um das Feuer der Frauen, ja, weil wir haben es ja auch schon gesehen. Dieses Herzmenschchen hier hat mit einer gewissen Impulsivität und mit einem gewissen feurigen Temperament noch so seine Themen, ja, weil hier nämlich ein Satz drinnen ist, dass Liebe wehtut, ja, dass Liebe schmerzt. Ja, also ich muss für mich selber hier noch etwas aufräumen. Ich muss hier selber oder vielleicht hier in meine eigene weibliche Feuerkraft eintauchen. Auch das kann hier sein. Ja, dass ich aufhöre, diese Themen oder diese Bereiche von mir abzudrängen, ja, sondern dass ich mir erlaube, auch hier in diese feurige Kraft einzutauchen und zu lernen, dass ich mich nicht hinter einem Panzer verstecken muss, ja, dass Liebe primär nicht wehtun muss, ja, dass hier nicht dieser Wächter über diesen Kelch stehen muss, der piekst, wenn man dem zu nahe kommt, ja. Das möchte ich lernen und das führt dann für mich zum Erfolg, weil momentan habe ich das Gefühl, ich muss hier erst einmal lernen, tatsächlich diese Münzen des Lebens zusammenzutragen und aus diesem eigenen Gedankenkonstrukt und den eigenen Glaubenssätzen, die ich habe, auszubrechen. Und da brauche ich die Zeit, damit das Ganze zum Erfolg werden kann. Ja? Und die nehme ich mir jetzt auch. Deswegen stelle ich da auch manchmal Stäbe auf. Vielleicht kommt das dir rüber wie ein Machtkampf oder vielleicht kommt das dir vor wie ein, ich muss mich abgrenzen. Vielleicht tue ich das auch. Ja? Aber ich tue das einfach nur, um hier meinen Stab zu finden, mein Fundament zu finden und zu wissen, wo ich mich eigentlich danach richten möchte, damit ich dann, und wenn man das jetzt aufsplittet, wieder in diese Gemeinschaft mit dem gemeinsamen Arbeiten kommen kann. Ja, aber dazu muss ich mich erst selber aufstellen und mich selber finden. Und das weiß ich, das führt zum Erfolg, weil genau dort bin ich gerade, um mich hier aufzubauen.
und diesen Glaubenssatz dieser wehtuenden Liebe für mich zu finden und zu beenden, damit ich eben in den Erfolg auch in der Partnerschaft für mich selber persönlich finden kann. Sehr schön. Das brauchst du also. Nee, das dann zu klären. Schön. Schön, dass du es mir mal gesagt hast. So, das möchte ich mit dir klären. Moment, ich muss nur kurz gucken. Ich wollte gerade sagen, das sind also Schweife, ja? Ich will das andere Wort jetzt nicht sagen. Das möchte ich. Ja, das war unser Schweifchen. Was möchte ich mit dir klären? Was möchte ich denn mit dir klären? So viele Kelche hier überall, oder kommt mir das nur so vor? Okay, ich möchte mit dir klären, oder mit dem Gegenüber möchten wir klären, dass mir durchaus bewusst ist, dass es ein Geben und Nehmen ist. Dass ich weiß, dass ich meistens viel mehr zu geben habe, als das Gegenüber zu geben hat. Jedenfalls kommt es mir manchmal so vor, weil er sich wahrscheinlich auch immer wieder zurückzieht, weil er nicht ganz da ist. Aber bestimmt hat er genauso viel zu geben und bestimmt wird es irgendwann ins Gleichgewicht gebracht. Mir kommt es jetzt halt nur so vor, als würde, oder den Frauen wahrscheinlich kommt es so vor, als würden sie viel mehr geben als das Gegenüber. Ich möchte klären, dass das Rad des Schicksals, also dass ich weiß, dass das Rad des Schicksals sich bei uns dreht und dass mir durchaus bewusst ist, oder dass uns durchaus bewusst ist, warum das alles so passiert, wie es passiert. Auch wenn ich manchmal Fragezeichen über dem Kopf habe. Aber trotzdem glaube ich ja an die göttliche Führung, sonst würde ich mir genau diese Art von Kartenlegung ja nicht angucken. Ne? Und ich weiß, dass sich das Rad des Schicksals dreht und dass im Endeffekt alles zu meinem höchsten Wohle passiert, auch wenn ich vielleicht mit ihm nicht zusammen bin. So, dann haben wir hier die 8 der Kelche. Vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mich einfach umdrehe und von dir weggehe, weil mir die Kelche einfach nicht mehr genug sind, die 8, die du mir zu bieten hast. Und wer weiß, wann du mal dazu kommst, die 8 Kelche wirklich aufzufüllen oder hinzustellen oder mir dann zu reichen. Und vielleicht habe ich dann so weit an mir gearbeitet, also die Frauen, ne, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass vielleicht ist es ja irgendwann dann einfach zu weit. Vielleicht hat man sich dann wieder, oder vielleicht ist dann einfach ein anderer Mann oder eine andere Frau viel besser für einen geeignet, weil man einfach so weit über sich hinausgewachsen ist. Ich möchte in den Feierabend kommen. Ob mit dir oder mit jemand anders, werden wir mal sehen. Auf jeden Fall werde ich eine Katze mitnehmen. Das soll mal dazu gesagt sein. Nein, also ich finde diese Karte wunderschön. Das ist die 10 der Kelche. Ich möchte ankommen, auf jeden Fall. Und es wäre schön, wenn es mit dir zusammen ist. Das stelle ich mir vor, da sind wir wieder bei den Vorstellungen und ich weiß, dass meine Erwartungen sehr hochgeschraubt sind und ich bin dabei, daran zu arbeiten, meine Sorgen und Ängste zu bearbeiten, verarbeiten, mir meine tiefen Gedanken anzuschauen, meine Wünsche, die ich auch in Bezug zu dir habe, mir genau anzugucken und meine tiefen Gefühle zu erforschen. Ich möchte mit dir, also mit dem Gegenüber klären, wir. Das tief in seinem Herzen kennt er ja bereits die Antwort. Ne? Trotzdem soll er machen, was für ihn richtig ist. Ich versuche die Kraft zu haben, Nein zu sagen. Und ich weiß, dass er auch die Kraft hat, Nein zu sagen. Er hat ja anscheinend schon oft genug Nein gesagt. Und irgendwann sind wir vielleicht hoffentlich bereit für den Neuanfang. Und wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Tja. Ich stelle ja die Fragen als weibliches Kollektiv. Ne? Das Gegenüber stellt ja eher weniger Fragen. Oder das Gegenüber kommt einfach wieder nicht mit den Fragen raus. Vielleicht hat das Gegenüber ja genauso viele Fragen über das ganze Liebesgedöns, spricht es aber nicht aus und nicht sucht sich keine Hilfe, sondern schleppt es alles mit sich rum. Ne? Also es gibt jetzt immer mehr, die anfangen, Fragen zu stellen, lustigerweise. Ja. Mal so eine Rundum-Mail machen, das so in die Zeitung schreiben. Liebe Gegenüber, liebe Seelenpartner, habt ihr Fragen, wendet euch doch bitte mal an jemanden. Es ist nicht so, dass wir uns da nicht austauschen. So, das war, was ich klären möchte.
und was ich gerade bei mir selbst klären möchte. Ach Gottchen. Den Ritter der Münzen habe ich hier. Mit seinem Widderchenkopf. Also, ich möchte mit mir selbst klären, dass ich vielleicht nicht immer mit dem Kopf durch die Wand möchte, dass ich vielleicht Ruhe bewahre, dass ich mich vielleicht um meine Münze erstmal kümmere und die putze, dass ich in meine Stärke zurückfinde. Das möchte ich mit mir klären. Ich möchte mich selbst ins Gleichgewicht bringen. Ich möchte meinen eigenen Schwerpunkt finden, der nach Möglichkeit nicht im Außen ist, sondern in mir selbst mit der Gerechtigkeit. Ich möchte mir angucken, was der falsche Seelenweg ist oder mein vermeintlicher Seelenweg. Vielleicht habe ich die Erwartung, ne, mit den Masken getragen und alles. Vielleicht bin ich gerade in der völlig falschen Richtung unterwegs. Und das muss ich eindeutig mit mir selber klären. Ich muss wieder anfangen, meiner Intuition zu folgen. Ich muss aus meinem Rückzug irgendwann rauskommen. Oder ich muss endlich mal in meinem Zentrum ankommen. Vielleicht bin ich ja auch viel zu viel im Außen unterwegs. Wischi, wuschi, wuschi, überall nur zur Hälfte. Und deswegen komme ich gar nicht mehr bei mir selber an. Ich muss wieder lernen, mir selber zu vertrauen, in mein großes Glück zu kommen, meinem Seelenstern zu folgen, mir wieder bewusst machen, was ich in meinem Leben eigentlich will, was ich eigentlich wollte. Die Wahrheit entdecken und lernen, Entscheidungen zu treffen. Klare Entscheidungen, nicht nur immer so ein Hin und Her und Halb. Also wenn er sich diese Woche nicht meldet, dann lösche ich aber seine Nummer. Naja gut, vielleicht hat er Urlaub gehabt. Wenn er sich jetzt in 5 Monaten nicht meldet, dann lösche ich aber seine Nummer. Nein, die klare Entscheidung treffen. Ich lösche jetzt seine Nummer, zum Beispiel. Ne? Aber das muss ich mit mir selbst klären. Genau. Ja, bei mir geht es irgendwie gerade immer ganz schnell. Tut mir leid, ich würde dir so gern noch viel mehr erzählen. Wir haben ja jetzt auch die übergeordnete Sicht der Dinge. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt in die Seelensternchen-Energie hineingehe, auf meine Klärung mit dir bezogen, wo ich mir darum gewünscht habe, die Sicht der Dinge zu sehen, dass einfach aus verschiedenen Perspektiven erste Fülle gebracht wird, aus verschiedenen Positionen, ja, dass man da noch nicht ganz auf der Erde steht und erst in diesem Fluss des Lebens wandeln muss. Das sagt so die übergeordnete Ebene dazu. Da geht es um die Wüste. Ja, Sterne weisen dir den Weg, die Oase ist nah. Ja, also das Ganze übergeordnet. Ja, wir sind jetzt in der übergeordneten Perspektive quasi, die darauf schaut, auf das Seelensternchen, auf seinen Wunsch der Klärung und auf seine Klärung mit sich selber. Ja, da haben wir wirklich dieses innerlich auf diese Impulse zu vertrauen. Ja, aber auch kam ein bisschen mit dieses Leuchten aus der Ferne. Also man nimmt sich schon wahr, also ob man auf der Erde steht oder irgendwo woanders steht, man nimmt den Stern wahr und der Stern leuchtet einen tatsächlich den Weg durch die Wüste durch, um diese Oase zu finden. Und der Weg ist auch nicht mehr weit. Ja? Also es geht tatsächlich darum, jetzt einen fruchtbaren Platz für sich zu finden. Das ist das Erste. Das heißt, diese Klärung, die das Herzmenschchen hier mit den Zuschauerinnen machen möchte, das wird auch, wenn beide Seiten bereit dazu sind, wird das auch stattfinden können, weil nach jeder Wüste oder nach jedem Tunnel sozusagen kommt wieder das Licht. Und da geht es darum, dass die Oase nahe ist, ja, also auch bald in sich und nach außen gefunden wird. Und davon hat ja auch das Kelch schon gesprochen, der gefüllt wird aus verschiedenen Positionen heraus. Und das andere Übergeordnete, wo es darum ging, wo das Seelenmenschchen hier gesagt hat, dass es hier noch um Glaubenssätze scheinbar gibt, um Kopfkonstrukte, dass man Liebe noch gar nicht richtig leben kann, dass man sich noch gar nicht selbst ganz entfesseln kann, dass man erst einmal hier hinter einem geschützten Raum sich wandeln muss, um diesen Erfolg zu bekommen, ja, und da auch wieder Stückchen für Stückchen hineinnehmen kann in der Kurzfassung jetzt. Da geht es wirklich darum, und das ist total schön, hier geht es darum zu lernen aus der übergeordneten Perspektive. Ja, also diese Begleitung ist da, ja, weil da geht es darum, die Liebe
sich in Liebe wieder zu umarmen, sich selbst. Ja, Liebe durchströmt dich, sie hüllt dich ein, lass dich von ihr tragen. Also auch diese Liebesfähigkeit in sich zu generieren und dann aus sich heraus zu erwachsen oder zu erwachen wie ein Lotus mit der Lotusblüte. Ja. Öffne dich von der Dunkelheit ins Licht, habe ich nicht gerade gesagt, Tunnellicht, irgend sowas. Erblühe in deiner Schöpferkraft. Ja. Und genau das ist es, aus der Kraft heraus. Zuerst einmal in der Mitte innen anzukommen, sich selbst einmal zu erkennen, zu wissen, was man eigentlich selber alles will. Deswegen die Teile, die Puzzlestücke werden hier zusammengeklaubt. Ja. Und da gibt es scheinbar noch das Ahnenthema, da gibt es scheinbar einfach noch dieses Familienthema, aus welchem Grund auch immer. Und wenn wir hier da die Weiblichkeit gehabt haben, das Thema, vielleicht kommt das auch von der Mutterlinie oder so. Ja. Einfach dieses familiäre, die Glaubenssätze, was auch immer, die hier noch gesehen werden müssen. Löse Zweifel auf, deine Wurzeln tragen dich. Ja. Dass man das, was umgekehrt läuft, für einen in den Fluss bekommt. Ja. Manches auch nicht, das einfach wegstößt quasi, weil man es nicht mehr brauchen kann. Und dann tatsächlich diesen Boden, diese auch mit den Ahnen, die einen ja tatsächlich tragen und sich mit einem verbinden, auf dem Boden verwurzeln kann, damit diese Liebe, diese eigenen Visionen und das eigene Sternenlicht hier auch auf dieser Erde landen kann. Das ist sehr schön, ja. Ja. So. Wir sind jetzt bei den beiden äußeren höhere Selbst, Wünsche und Brauchen, ne? Mhm. Okay. Was sagt das höhere Selbst zu den Wünschen, die man so hat? Es ist dramatisch. Nein, nichts ist dramatisch. Es geht darum, den Schleier wegzunehmen. Ne? Ach. Ja, die zwei der Schwerter. Man sollte den Schleier wegnehmen, damit man wieder erkennt, was man sich wirklich wünscht. Man hat die Stärke, man hat das Feuer in sich. Das ist einfach nur irgendwo tief vergraben mit der Königin der Stäbe. Die drei der Schwerter. Man ist völlig fertig selber vom ganzen Kämpfen und vielleicht sollte man oder sagt das Höhere selbst zu einem. Denk doch einfach mal darüber nach, was du dir alles wünschst oder wie viel du dir wünschst. Immer Step by Step, immer kleine Brötchen backen. Man muss nicht gleich die ganze Welt sich wünschen. Vielleicht sollte man wirklich nur immer den nächsten Schritt gucken, was man sich da wünscht, um vielleicht langfristig an irgendein Ziel zu kommen. Ja, mit der Herrscherin sich mit der Natur verbinden, wieder. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch Leute, viele Leute das machen. Ich weiß ja nicht, wie es im Kollektiv so aussieht. Aber gerade wenn man in einer Großstadt wohnt, ist es ja ziemlich schwierig, sich mit einem und jedem zu verbinden und mal auch zur Ruhe zu kommen und zu erkennen, was sonst noch draußen ist. Vielleicht sagt das Höhere selbst ja das. Man soll sich nicht nur wünschen, materielle Dinge, sondern vielleicht sollte man sich auch wünschen, vielleicht mit der Natur wieder mehr in Verbundenheit zu sein. Das Höhere selbst sagt, es ist der Seelenweg, und er wird dauern. Es geht nicht schnell. Das hatten wir gerade, wir haben ja gerade drüber gesprochen, es geht einfach nicht schnell. Und je schneller man versucht, es zu machen, desto langsamer wird es, weil wahrscheinlich das Höhere Selbst, das Rad des Schicksals oder wer auch immer, sagt sich, na so nicht, Madame oder Monsieur. Dir werde ich es zeigen. Das machen wir mal noch langsamer. Weil man ja auch viele Schritte zwischendurch vergisst, wenn man so losrennt. Ne? Und da ist es viel schöner, in so einem Segelboot zu sitzen, auf den Was ist das, wenn es losfährt? Nicht die Flaute, die ist ja, wenn kein Wind ist. Ne? Wenn man auf die Böe wartet, wenn es wieder einen Aufschwung gibt, dann fährt man mal wieder ein bisschen schneller. Hui. Und dann fährt man mal wieder ein bisschen langsamer. Das sagt das Höhere Selbst. Das Höhere Selbst sagt zu den Wünschen, dass man sich bewusst sein soll, welche tiefen Wünsche es gibt und dass man vor den falschen Wünschen auf jeden Fall sich in Acht nehmen sollte. Das hatte ich ja gerade schon mal. Ne? Also ganz wichtig ist es, glaube ich, sich anzugucken, was ist wirklich der wahre tiefe Wunsch. Ist es jetzt wirklich mit diesem einen Seelenpartner gegenüber zusammen zu sein oder ist es einfach nur der tiefste Wunsch, sich geliebt zu fühlen von irgendjemandem? Ne? Man denkt vielleicht, das ist dieser eine Mensch, diese eine Frau, dieser eine Mann, aber vielleicht ist es eigentlich nur die Tatsache, dass man sich geliebt fühlen will, dass man nicht alleine sein will, dass man sich austauschen will. Und ich glaube, darüber sollte man sich bewusst sein. Das zu den Wünschen. Das Hohe Selbst sagt, was brauchst du dafür? Ha, die Entscheidung. Zwei der Stäbe.
Geh doch mal einfach irgendwo lang. Du wirst schon gucken, ob es der richtige Weg ist. Intuitiv wählt man ja, glaube ich, immer den richtigen Weg, auch wenn es einem dann falsch vorkommt, wenn man dann denkt, oh, jetzt bin ich hier den falschen Weg lang gegangen. Nee, ist man nicht, weil dann war es wichtig, diese Situation zu lernen, weil das hat einen ja dann stärker aus der Situation herausgebracht. Es gibt keine falschen Abzweigungen, es gibt keine falschen Abbiegungen, was weiß ich, man verläuft sich auch nicht, man findet ja immer wieder zurück auf seinen Weg. Und vielleicht ist es ja gerade der Weg, sein eigener Weg, sich ein bisschen zu verlaufen, mal was anderes zu sehen. Wie bei Rotkäppchen und der Wolf, ne? Wäre Rotkäppchen nicht vom Weg runtergegangen, dann hätte sie diese wunderschöne Blumenwiese niemals entdeckt. Und dann hätte sie die Lektion nicht gelernt, die anscheinend hinter dem Märchen steht, ne? Dass man nie vom Weg abkommt. Und ich glaube aber, dass Rotkäppchen beim nächsten Mal trotzdem wieder gekommen ist, weil die weiß ja, was für schöne Blumen da gewachsen sind. Ja. So. Wir sind dabei, was das Höhere selbst sagt, was man braucht. Man braucht den König der Schwerter anscheinend oder man selber. Man selber sollte sich königlich verhalten. Man selber sollte auch mit seinem Verstand arbeiten. Es ist natürlich wichtig, seinem Herzen zu folgen, aber manchmal ist es, glaube ich, auch wichtig, dass der Verstand sich einschaltet. Wie zum Beispiel, wenn das Herz schreit, ich muss mich jetzt melden, es geht jetzt nichts anderes. Dann ist es schön, wenn der Verstand sagt, nein, Mäuschen, du musst dich jetzt nicht melden. Alles gut, wir warten noch ein bisschen, bis die Zeit dafür reif ist oder so. Und dann haben wir hier, was haben wir da, einen Falken? Zu jagen. Man braucht seine Schätze, die 10 der Münzen. Das Höhere selbst sagt, was man braucht. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich die Klärungen genommen habe und nicht die Wünsche und das Brauchen im Hund selbst, weil ich mich bezogen habe auf genau die Spiegelkarten, nämlich auch mit den 10 der Münzen und so weiter. Ich glaube es ja manchmal nicht. Man braucht das Wissen über seine Schätze. Man kann die ruhig rausholen. Das ist ja im Grunde schon alles da. Manches muss noch verfeinert werden, manches muss noch ausgebaut werden, manches muss aufpoliert werden. Aber im Grunde hat man ja schon alles in sich. Man kommt ja auf die Welt und arbeitet und lernt dazu, aber bestimmte Dinge sind ja einfach schon da, wie zum Beispiel die Liebe. Ne? Man lernt die Liebe nicht erst, die Liebe ist da. Man lernt die Fröhlichkeit nicht erst, die ist da. Und man lernt auch die Trauer nicht, die ist schon da. Nur, dass man das dann halt weiter ausbaut. Ne? Und das sollte man vielleicht machen, sagt das Höhere selbst. Man braucht seine Leichtigkeit wieder, man braucht sein inneres Kind wieder, hoffentlich ist es nicht ganz weg, aber man sollte sich vielleicht mehr wieder um sein inneres Kind kümmern. Oh, und man braucht den Mann oder was? Nein, vielleicht braucht man auch seine männliche Seite oder für die Männer dann, vielleicht braucht man seine weibliche Seite, vielleicht braucht man das Gegenstück wieder. Hatten wir. Man braucht Kommunikation mit anderen Menschen, mit sich selber. Nicht jetzt unbedingt mit dem Seelenpartner, aber man muss sich ja trotzdem austauschen. Und hier bei dem Bild finde ich das total lustig, wie hier oben zwei Spatzen sitzen und sich gegenseitig anmeckern. Ich weiß nicht, ob das Spatzen sind. Da sitzt das Männchen und sagt, was willst du denn? Und das Weibchen sitzt da, Mann, mach doch mal jetzt, räum doch mal auf, komm doch mal her oder irgendwie sowas. Da haben wir es wieder mit den Erwartungen. Und unten ist genau das Gleiche. Das Männchen, das plustert sich auf, so, ich bin der King. Und das Weibchen sitzt daneben, was machst du denn für einen Affen? Hör doch mal auf. Halt mal diese Karte. Da könnt ihr mich stundenlang drüber auslassen. Ja, also was sagt uns das? Man soll sich nicht immer so aufplustern. Das sagt das Höhere selbst. Oder man soll sich mal hervortun. Je nachdem, was man gerade macht, soll man wahrscheinlich das Gegenteil tun. Man soll seine Unklarheiten beseitigen. Wie macht man das? Indem man natürlich an sich selbst arbeitet, indem man darüber nachdenkt, was eigentlich los ist, indem man darüber nachdenkt und versucht herauszufinden, was man wirklich will. Man denkt immer, vielleicht ist der Nebel ja das, dass man denkt, dass man weiß, was man will und darunter der Sonnenschein ist dann das, was man wirklich will. Und dann braucht man das Quäntchen Glück. Was braucht man denn da? Das Höhere selbst sagt, was man braucht. Man braucht nicht nur Glück. Nee, was ist Glück? Glück macht man sich selber, finde ich. Man hat kein Glück. Ne? Also man hat Glück, aber das Glück hat man nur, wenn man sich selber das Glück macht. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade richtig ausdrücke. Erkenne dein eigenes wahres Glück. So, das sagt das Höhere selbst, was du brauchst. Du, erkenn jetzt dein Glück.
was die weibliche Seite braucht. So ist das Glück. So. So, jetzt sind wir auch schon auf der Position angelangt des Hohen Selbst grundsätzlich. Ja, also wofür haben sich diese zwei Menschen getroffen? Also wir gehen jetzt quasi heraus aus den jeweiligen Positionsenergien und in das Übergeordnete hinein, weil jetzt geht es wirklich darum, aus der Perspektive quasi für die Herzensmenschen-Geschichte zu schauen. Ja, was sagt das Hohe Selbst dazu und was sind so die kollektiven Themen diesbezüglich? Warum haben sich diese Menschen getroffen? Ja, und auf meiner Seite stellvertretend halt für das Herzmenschen-Kollektiv sagt das Hohe Selbst dazu, es geht darum, Ja zu sagen. Es geht darum, sich selbst auch im Licht zu erkennen und zu wissen, dass man das alles schon gelernt hat, integriert hat und sich selbst als Ganzes in diesem Lichtkanal zu sehen und auch von diesem Lichtkanal tatsächlich anzapfen zu können. Es geht darum, dass man trainiert wurde und vorbereitet wurde auf diesen Weg und dass es nur noch darum geht, sich selbst diesbezüglich auch zu vertrauen und einfach einmal diese Strukturen abzulegen, die einen daran zweifeln lassen und Ja zu sagen zu sich selbst und dieser zur Verbundenheit mit allem, ja, was da halt einfach ist. Und übergeordnet, ganz übergeordnet, warum haben sich diese zwei Personen getroffen, ist tatsächlich ja, ein großes Ganzes zu erträumen und mitzuhelfen dabei, ein großes Ganzes zu erreichen. Also wie so ein Tor aufzumachen, ein Tor zu schaffen und sich dann darauf zu konzentrieren und zu begreifen, dass man selbst gar nicht alleine sein kann und dass diese Träume alle nur ein Teil vom Kollektiv ist, die irgendwo zusammenfließen und die Seele ruft, um dann in diesen Weg einzugehen, um dort dann dieses Neue, was sich dort hinter dieser Tür verbirgt, dann auch tatsächlich zu genießen. Und damit man das kann, braucht es einfach diese Verbundenheit mit seinen Lichtträgern, braucht es die Verbundenheit im Kollektiv und diese alten Fesseln der Gefangenheit, der Kleinhaltung zu erlösen. Und dazu sind beide jeweils in ihren Rückzügen bereit, um dann wieder aufeinander zu treffen als die 11.11.22. Um in Freude einfach zu fließen, dann, wenn dieser Ruf der Seele gar nicht mehr anders sein kann. Das höhere Selbst. Warum es die Verbindung gibt, ne? Also warum die Verbindung überhaupt da ist, genau. Die Verbindung gibt es, um die tiefen wahren Gefühle zu leben und zu lernen, was überhaupt tiefe wahre Gefühle sind, das fließen zu lassen, Konflikte in der Gefühlswelt klären zu können, seine eigene Stärke wieder zu entdecken und seine Heiterkeit auch wieder zu entdecken. Das nicht alles so todernst zu nehmen, sondern das auch mit einem bisschen Spaß zu nehmen, also nicht Spaß, man soll sich jetzt nicht drüber lustig machen, aber das auch mit Heiterkeit zu nehmen. Trotzdem fröhlich durchs Leben gehen, auch wenn man nicht immer alles kriegt, was man will. Die Verbindung ist dafür da, um alte Gedankenkreisläufe, um überhaupt Kreisläufe zu zerbrechen. Man ist sein ganzes Leben, hat man sich darauf konditioniert, trainiert, immer wieder das Gleiche zu tun, immer wieder das Gleiche zu denken. Und diese Verbindung ist jetzt dafür da, zu lernen, dass es so nicht weitergeht, dass es einfach Gedankenkreisläufe gibt oder überhaupt zu lernen, was Gedankenkreisläufe sind und daraus auszubrechen. Und zu lernen, die Hoffnung nie zu verlieren. Dass wenn es mal nicht klappt, vielleicht nicht sich gleich umzudrehen und wegzurennen, auch wenn man vielleicht nachher, wenn man über sich hinausgewachsen ist, könnte es ja sein, dass man sich für jemand ganz anders interessiert. Dann ist es aber, weil man einfach aus dieser Situation herausgewachsen ist. Und was ich jetzt meine mit nicht Hoffnung verlieren ist, nur weil man das nicht gleich kriegt, was man will, sich umdrehen wie ein trotziges Kind und sagen, na und, dann nehme ich mir halt was anderes zum Spielen. Ne? Könnte ja auch sein. So, also dafür ist die Verbindung da. Und was war ganz oben? Das ganz Übergeordnete, was ist der Masterplan quasi? Wie hoch kommen wir denn noch? Naja, das kollektive Thema, das Hohe Selbst ist jetzt bezogen auf die Verbindungen. Ja, mit der geistigen Ebene quasi von sich selbst aus der höheren Perspektive.
aber trotzdem jetzt nicht irdisch eins zu eins umlegbar, sondern schon der Plan quasi für sich selbst. Und mit der 33 übergeordnet, was ist der Plan im Kollektiv, wieso sich dieses Paar quasi trifft? Ja, was ist da der übergeordnete Plan für das große Ganze? Der große übergeordnete Plan ist, das Gleichgewicht zu behalten, ins Gleichgewicht zu kommen, das innere Gleichgewicht zu finden. Der ganz übergeordnete Plan. Die Königin der Münzen, die ist ja auch die höchste Königin, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also einfach ganz oben ankommen, verbunden mit Natur, mit sich selbst, mit allen Menschen am besten. Und was hilft einem besser als so eine Seelenpartnergeschichte? Weil da kriegt man ja, glaube ich, alles mit. Was, also das Loslassen, das Freisein, das Wünschen, das Manifestieren, das Nicht-Manifestieren, das Gedanken loslassen, wie auch immer. Also da kriegt man ja wirklich alles mit. Das ist ja eigentlich eine Geschichte, die man aufs ganze Leben ummünzen kann, wirklich. Auf jeden Fall, der ganz hohe Plan ist, dass man wieder verbunden mit sich selbst und mit allem um sich herum leben kann. Dass man im Einklang mit sich selbst und mit allem um sich herum ist. Und das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Also für die eine Seite und für die andere Seite. Weil beide Seiten ja ihren Weg gehen und beide Seiten lernen ja an sich. Und beide Seiten bearbeiten Ahnenthemen und was weiß ich, was sie da nicht alles bearbeiten, finden ihr inneres Kind, pflegen ihr inneres Kind. Was weiß ich. Der ganz große Plan ist es, getrennte Wege zu gehen und gemeinsame Wege zu gehen. Und im Buch des Lebens zu schreiben. Viel über sich selbst zu lernen, viel über den anderen zu lernen, viel über die Welt zu lernen, denke ich. Sich zu verwandeln, Transformation von der Raupe zur Puppe zum Schmetterling. Ja. Und das, ich glaube, das gilt auch nicht nur für die Frauen, sondern das gilt genauso für die Männer. Oder also für den einen und für den anderen. Ne? Für das Kollektiv, die jetzt bei mir auf der Seite sind und die bei dir auf der Seite sind. Weil auch die verwandeln sich ja. Die arbeiten ja auch an sich und die kriegen ja auch ziemlich viel mit. Und was weiß ich, im besten Fall ignorieren sie es nicht. Ne? Also auch die müssen ja bereit sein, daran zu arbeiten. Ja, sicher. Diese Verbindung besteht, damit man Zeit hat zum Nachdenken, sich über seine Gefühle bewusst zu werden, das habe ich alles schon gesagt. Und als letztes kommt Telepathie, ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Also, was sagt das höhere Selbst, dass auch das Gegenüber ständig an einen denkt wahrscheinlich oder oft an einen denkt, auch wenn der es gar nicht so zugeben will. Aber was hat es jetzt mit dem höheren Plan zu tun? Dass man trotzdem aneinander denken kann, ohne sich gleich festzuklammern, ohne sich festzuhalten. Dass man darauf achten sollte. Vielleicht, dass man vertrauen kann, dass auch über die Zeit hinweg man telepathisch damit miteinander verbunden ist und dass eh alles fließt. Ja? Dass man sich an diese menschlichen Strukturen gar nicht so anhalten muss. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Genau das wollte ich sagen. Genau, man kann darauf vertrauen, dass das Gegenüber trotzdem irgendwie immer da ist, auch wenn man denkt, dass es nicht da ist. Ne? Bei mir geht es dann noch darum, hier zu sagen tatsächlich, dass es um die Schönheit des Lebens geht, ja, und dass hier auch ein bisschen die über dieser polaren Mars-Energie steht, ja, und dass es wirklich noch darum geht, die innere Einstellung zu Liebe in sich zu verwandeln und sanfter zu werden im Ausdruck der Liebe selbst, ja, also auch in der Liebe einen sanfteren Ausdruck zu erlangen. Und irdisch gesehen, das war noch so ein bisschen übergeordnet, ja, Kollektiv ist immer übergeordnet, einfach sowas grundsätzlich. Und jetzt wird er ganz irdisch gesehen auf der Seelenpartner-Ebene oder auf der Herzensmenschen-Ebene, den Menschen, den man halt gerade im Herzen abträgt, haben wir tatsächlich, was dann noch mitgeteilt werden möchte, ja, dass man weiß, wie es in seinem Leben, wie es um sein Leben steht, ja, dass man hier tatsächlich, also jetzt aus meiner Perspektive gesprochen als Herzensmenschchen, ich weiß, wie es gerade um mich steht und dass ich derzeit noch blockiert bin in verschiedenen Belangen, weil es bei mir um tiefe Familienthemen geht,
wo ich, das ist jetzt schwer zu formulieren, weil das schon wieder dichtete irgendwo, ja, wo man doch noch ein bisschen befangen ist, ja, wo es wirklich noch darum geht, hier aus einem Kreislauf, aus einer Verzweigung oder aus einer Verzwickung herauszukommen und das doch noch ein Stück weit auch als Hürde sieht in seinem Leben, dass man versucht, auch einen erhöhten Blickwinkel einzunehmen und die ganze gesamte Situation mit all den Verwickelungen, die da gerade in der Heilung liegen, tatsächlich auch als Herausforderung sieht. Ja, und auch hier wahrscheinlich eine Partnerin oder ein starkes Mutterthema. Also wir hatten vorher schon Partnerin oder Mutter, ja, vielleicht auch beides oder das Thema der Weiblichkeit spielt hier wirklich stark mit einer Rolle, wo da noch etwas blockiert liegt, nämlich auch die Bewusstwerdung der eigenen Wünsche, der eigenen Freiheit. Der Garten Eden in mir selbst ist hier noch, ist zwar erstellt, aber noch nicht betreten. Ja, also hier hat man eine Oase in sich schon gefunden, aber die Schauspieler fehlen hier noch. Und wenn man sich vielleicht erinnert, ja, es gibt irgendwo in einem Kartenblatt, gibt es auch die vier Stäbe, wo man nur das Konstrukt des Hauses sieht und genau diese Karte, der Park, erinnert mich jetzt daran, ja, wo alles erstellt ist, wo die Kulissen da sind, bloß die Schauspieler fehlen noch. Und genau das ist hier auch, ja, der Garten ist da, eigentlich ist der hier eine wunderschöne Oase. Ja, wir haben es vorher auch schon gesehen. Nicht auf der gleichen Position unten dem Park. Lustig! Ja, nur ist man dort noch nicht. Ja? Und da geht es jetzt darum, seiner eigenen Führung zuzuhören, zu lauschen mit der Hohepriesterin, ja, und sich über die Schleier der Zeit mit der Schleiereule auch seiner inneren Führung zuzuwenden und hier wirklich in seiner Schriftrolle des Lebens, ja, zu lesen, seinen Stern zu aktivieren, um alle Seiten in sich miteinander zu verbinden, ja, damit man dann im Endeffekt hier auf seinen, in seinen Park, in seine Ruheoase, in seine Oase eintreten kann. Das ist hier da, das Freie noch vom Gegenüber. Aha. Die Kulisse steht schon. Ja, da ist so schon viel gebaut worden. Was habe ich zu sagen? Ich weiß gar nicht, was ich zu sagen habe. Ich habe zwei Tarot-Decks da drauf geworfen, sozusagen, und habe zweimal die 9 der Schwerter. Also anscheinend bin ich in blanker Panik. Das möchte ich mal noch sagen. Anscheinend bin ich in einem Albtraum, bin gerade aufgewacht oder was weiß ich. Ich habe gerade einen Albtraum gehabt und traue mich einfach noch nicht hinzugucken. Also, dass gleich zweimal die 9 der Schwerter fallen, das finde ich sehr komisch. Genau, was habe ich zu sagen? Das Ass der, Münzen. Ich weiß, dass bei uns eine Chance besteht, wenn wir beide weiter an unseren Themen arbeiten, dass es hier auf der Erde auf jeden Fall wichtig ist. Was ist denn wichtig? Ich habe den Faden verloren. Schön. Dann sollte das wohl nicht so gesagt werden. Okay, also wir haben Chancen. Darunter ist ein Hirsch. Hirsch. Und der ist stark. Und trotzdem habe ich Angst. Ich habe Angst, dass wir unsere Chance verpassen, wenn es nicht bald so weit ist. Auch wenn mir klar ist, dass alles zu seiner Zeit kommt und dass alles richtig und wichtig ist und so ist, wie es sein soll. Und dass die geistige Führung darüber wacht, was als nächstes passieren soll oder wann es soweit ist, wann wir uns treffen oder auch nicht treffen, das ist mir alles vollkommen klar, aber trotzdem habe ich Angst und will da nicht hingucken. So, was wollte ich noch gerne sagen? Ich will sagen, dass es mir einfach wahnsinnig schwer fällt, mich zu entscheiden, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Wie zum Beispiel mit dem, soll ich mich melden, soll ich mich nicht melden, soll ich die Nummer löschen, soll ich die Nummer nicht löschen? Ich sitze da mit verbundenen Augen, ich weiß ja nicht, was als nächstes passiert und deswegen entscheide ich mich lieber erstmal gar nicht. So. Aber ich weiß, dass alles in den Fluss kommt. Ich arbeite an mir, ich arbeite mit den Leuten um mich rum. Ich vertraue der Führung, natürlich. Ich denke, das machen die anderen auch. Beim Stern, die 8 Sterne, die Unendlichkeit des Lebens, alles ist super.
Ich weiß, dass ich schon viel gearbeitet habe und dass ich stolz auf meine Arbeit sein kann, an mir, in mir, um mir. Es ist Zeit für neue, es ist Zeit für neue Ufer. Das ist mir auch klar, auch wenn ich nicht sehe, wohin ich fahre. Ich nehme mein kleines inneres Kind an die Hand und schippe auf jeden Fall los, auch wenn mir das Ganze noch Angst macht und ich nicht hingucken will. Ich habe meine neuen Kelche schon. Das heißt, bei mir besteht schon ganz viel Gefühl. Ich beschütze meine Gefühle auch, sowohl die guten Gefühle als auch die negativen Gefühle. Da hatte ich ja letztens, bin ich ja darauf gekommen, bei den neuen der Kelchen, da ist ja ein Vorhang. Ne? Und wer weiß, was alles da drunter ist, wer weiß, was da noch so versteckt ist. Und vielleicht wird es jetzt mal Zeit aufzustehen und diesen Vorhang mal wegzupacken, damit wir alle mal richtig gucken können, was da eigentlich noch los ist. Ist ja schön, dass hier oben 9 Kelche stehen, aber wer weiß, was da drunter war. Also wirklich, ich bin entsetzt, wenn ich mir vorstelle, was da alles sein könnte. Vielleicht finde ich dann nämlich noch, wo ich im Mangel bin. Wer weiß das schon. Ne? Vielleicht stelle ich dann ja wieder fest, wenn ich unter dem Vorhang gucke, dass ich immer nur darauf gucke, was andere Schönes haben oder was andere Tolles besitzen oder wie auch immer und sehe gar nicht, was ich selber eigentlich schon alles erreicht habe. Ich versuche, ins große Glück zu kommen, in den absoluten Neustart. Ich bin bereit dafür, auch wenn es noch ein paar Schritte braucht. Und trotzdem habe ich Angst. Was macht diese Angst denn bloß da? Ich weiß, dass ich nur die Hände runternehmen muss und dann sehe, dass alles gar nicht so schlimm ist, wie es sich eigentlich darstellt. Man muss nur mutig sein, man muss den ersten Schritt nur endlich mal losgehen. Das ist genauso wie beim Nahen. Der muss einfach nur hier rübergehen, über den Abgrund. Und dann weiß ich, dass da der Park schon ist, wo die Schauspieler anscheinend schon fehlen und dass das alles göttlich geführt ist. Oder dass es für mich ein schweres Kreuz sein kann, was ich trage, wenn ich nicht lerne, das alles mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu nehmen. Das kann ja ziemlich anstrengend sein und das kann ja ziemlich runterreißen, diese ganze Geschichte. Und ich sollte mir Gedanken machen über meine eigene Herzensgüte und über die Veränderung. Ich sollte glücklich darüber sein, über alles, was sich verändert. Die sexuelle Vereinigung und allein die Zeit wird es zeigen. Natürlich wird es allein die Zeit zeigen. Und ein Geheimnis wird sich offenbaren und der Hilferuf ist natürlich schon angekommen und eine romantische Liebe wird entstehen. Und wer weiß, ob diese romantische Liebe wirklich mit dem Seelenpartner ist oder mit irgendwem anders, wenn man sich denn mal darauf einlässt, wenn man denn mal als nah, völlig ohne Erwartung über diesen Abgrund rüberspringt und die Augen aufmacht und sich mal woanders hinguckt. Ne? Dann kann man nämlich das Buch aufschlagen und dann sieht man vielleicht noch ganz andere tolle Geschichten. So. Da bist du sprachlos, ne? Ja, weil ich jetzt gerade wirklich nachgedacht habe, oder nein, bin ich nicht. Nicht ganz. Natürlich nicht, was habe ich gedacht? Warum sprachlos? Nein. Ja, da ging es jetzt wieder ein bisschen so um die Erwartungen. Die zwei die neun der Schwerter, das kam jetzt dazwischen, so wieder diese Kopfkonstrukte. Was erwartet man jetzt eigentlich? Da geht es jetzt gar nicht einmal um den Herzensmensch per se, sondern ja. was erwartet man eigentlich wirklich selber? Ja? Ist man gerade vielleicht der ein oder andere in einem Modus drinnen, wo man eigentlich vor diesen Gefühlen wegrennt, man selber. Ich hatte vorher schon den Eindruck, ob nicht vielleicht einige der Zuschauerinnen auch geswitcht sind, dass sie jetzt eigentlich so dicht machen und zumachen. Ja? Ja. Der Herzmensch von der Energie her, auch wenn er nicht präsent ist im Außen, sagt zwar, er braucht Zeit und so weiter, aber hat doch eine sehr entgegenkommende, fließende Energie. Ja? Und natürlich, die Worte und alles sind auf deiner Seite schon sehr entgegenkommend, fließend, ja, da stellt man sich vor und so weiter. Aber dann, wenn es dann ums Eingemachte geht, ist es doch eher so dieses, da macht man jetzt dann vielleicht doch zu, da ist man dann vielleicht doch nicht da, da ist man dann, da hat man dann vielleicht doch Angst davor, was das sein könnte. Ja. Wo dann wirklich so mitkommt, dieses, vielleicht macht man sich selber auch was vor, weil es geht ja gar nicht darum, den jetzt ad acta zu legen, sondern das wahrzunehmen, was ist. Ja, und das hat natürlich liebt man denjenigen. Und trotzdem zu akzeptieren, was es halt jetzt einfach ist. Und damit in diese Selbst,
Ding reinzukommen, ja, und einmal selbst zu schauen, ohne dass man unbedingt erwarten muss, dass eh alles schief geht. Dass der eh nicht kommt, ja, dass sich das eh nie wieder ausgeht in dem ganzen Leben. Ja, ja. Wenn es sich nicht ausgeht in dem Leben, dann halt vielleicht im nächsten, ja, oder in einer anderen Dimension oder was. Das nimmt irgendwie diesen Druck innerlich selber weg und man versucht nicht irgendwie etwas anderes plötzlich zu glauben oder dann doch wegzulaufen, vielleicht irgendwo innerlich. Ich kann es nicht sagen im Kollektiv, was jetzt gerade so wirklich los ist. Ich glaube aber schon, dass ein Umschwung da ist durch gewisse äußere Trigger. Ja? Weil wir jetzt mitbekommen haben, auch in den Beziehungsstrukturen, viele sind jetzt einfach auch durch die Corona-Situation nicht wirklich aufeinander zugegangen, ja, oder anders zugegangen, weil sie auch den häuslichen Bereich so jetzt nicht aufgeben wollten, konnten, was auch immer, weil die Situation jetzt so gefährlich ist, dass wenn dort eine Verbindung da ist, die man doch auch schätzt, und ich glaube, das unterschätzen manche wirklich. Ja, also auch wenn man jemanden liebt und derjenige vielleicht noch eine Familie hat, ja, die Familie, Haus, Kind und alles, auch eine Partnerin, die man möglicherweise schon seit wirklich vielen, vielen, vielen langen Jahren hat, einfach so stehen zu lassen, wenn man die Frau schätzt. Ja, nicht jeder Seelenpartner schätzt seine Frau nicht. Es gibt ja welche, die sich durchaus verbunden sind, auch wenn die fremd gehen, auch wenn sie sich nebenbei was aufbauen, ja. Also da einfach dieses und dann wieder die Erwartungen und das nicht so als Endpunkt zu sehen, nicht schon zu erwarten, dass eigentlich nach den 9 der Schwerter kann nur mehr die 10 der Schwerter kommen. Das heißt, eigentlich ist man eh gerade dabei, diesen Zyklus der Gedanken abzuschließen, wenn es doppelt kommt auch noch. Ja? Also das, der Endpunkt sind dann die 10 der Schwerter, wo es ja gar nicht mehr anders geht. Das heißt, das muss ich ja so oder so wieder wandeln. Und das, was der Seelenpartner dann tatsächlich sagt, ist: Wisse doch um diese heilige Vereinigung zwischeneinander, aber alles braucht Zeit und alles braucht seine Balance, denn eine richtige, gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Und ja, ich bin dein heimlicher Verehrer. Und du hast das Geheimnis gehabt auf der Seite, alles wird sich zur rechten Zeit, der Schleier wird sich zur rechten Zeit Licht lüften. Und das ist ja das, was sich dann immer wieder im Kreis dreht. Also scheinbar hat auch die Zuschauerinnenseite im Kollektiv manchmal vielleicht Angst davor, auch den eigenen Schleier ein Stück weit abzunehmen und zu schauen, was eigentlich hinter diesen Schleiern steht. Wie schön einfach ist es, in einer Illusion zu leben, hä? Auch wenn es einem damit nicht gut geht. Aber man kann die ganze Zeit vor sich hin träumen und hin wünschen und sich in allen Farben ausmalen, wie es mal denn so wird. Aber wenn man wirklich hinguckt und wirklich drüber nachdenkt, dann muss man ja der Wahrheit ins Gesicht sehen nachher vielleicht noch. Wie furchtbar. Also dazu muss man, ich meine jetzt, das war jetzt nur so gesagt, ich meine, dazu muss man ja erstmal mutig genug sein, diesen Schleier wegzumachen. Ne? Oder die Hände vom Gesicht wegzumachen bei den 9 der Schwertern. Wirklich hinzugucken. Um dann vielleicht festzustellen, dass das alles nur im Kopf war, ne? Und alles ganz anders ist, als man sich das im Kopf ausgemalt hat. Ja, aber vielleicht ist genau dieser Sprung, ja, diese Erschütterung vielleicht, die es innerlich auch kurz einmal braucht, ja, dass es einfach jetzt im Moment wirklich so ist, wie es halt ist, dass es halt einfach seine Zeit oder auch einfach seine Strukturen braucht, um diese alten Muster aufzubrechen. Und einmal diesen Schock. Weil viele sagen ja auch, naja, es ist mir alles recht, jetzt nur kurz zusammen, es ist mir alles recht, bis auf das, dass ich weiß, dass ich den wirklich verloren habe. So, und vielleicht geht es einmal nur um diesen Schock, dieses Zittern innerlich, dieses, okay, es kann sein, dass der wirklich weg ist, dass man einfach einmal diesen Schockzustand in sich selber auflöst, der nämlich eigentlich verantwortlich dafür ist, dass man in diesen Gedankenkonstrukten abhängt. Weil was will man denn vermeiden? Man will diesen Schock vermeiden, dass es wirklich zu Ende ist. Und um diesen Schock zu vermeiden, macht man sich ja 100.000 Gedanken, um ja nicht dieses Schockerlebnis zu erleben. Ja? Und ist immer wieder angetriggert in kleineren Situationen. Anstatt, dass man einfach dieses Beben einmal zulässt und so schaut, okay, was ist denn hinter dem Schleier, wenn dieser Schock vorbeigegangen ist? Weil vielleicht fängt ja hinter dem Schleier, hinter diesem Schock erst recht das neue Leben an. In welcher Form auch immer, das weiß man ja nicht. Weil vielleicht braucht es dieses Aufzittern, vielleicht braucht es dieses
aufbreche von dieser Angst, damit das, was drunter passieren kann, nämlich diese Freiheit, dass man eben nicht ständig Angst hat vor der Angst, dass man nicht ständig eben unter dieses Damoklesschwert über sich hängen hat, ja, sondern dass man plötzlich frei ist und genießen kann und einfach schaut, Step by Step, was dann eigentlich wirklich alles auftaucht. Weil dort ist ja dann alles wieder möglich. Und geht das nicht einfach, ohne dass man den komplett aus seinem Leben streicht? Der ist ja genauso weg oder da wie vorher auch. Da geht es ja nur um die innere Angst. Nee, ich habe jetzt gerade so daran gedacht, wenn man das endgültig zulässt, dann müsste man ja die Nummer löschen. Man geht in den sozialen Medien, entfernt man sich überall von dem, damit man dann auch wirklich keinen Kontakt mehr zu dem hat, oder? So ist es doch dann geplant. Ich habe wirklich die inneren Strukturen einmal gemeint. Ja, dass man in diese Angst überhaupt mal eintaucht, ja, dass man das nicht wegdrängt und dann, wenn man merkt, jetzt wird es gefährlich, nein, ich schaue jetzt doch schnell auf Facebook, ist der überhaupt noch da? Oder ich schaue jetzt doch, weil das sind so Ablenkungsmanöver, das sind ja so Selbstsabotageprogramme, die dann laufen, ja, sondern dass man vielleicht wirklich einmal sagt, ach, okay, jetzt geht es da wirklich los, was passiert eigentlich mit mir selber, wenn ich in diesem Zittern, in diesem Beben, in diesem Schock lande, wenn ich mir denke, um Gottes Willen, der hat jetzt echt die Frau für sein Leben gefunden, der ist jetzt echt, der hat sich entschieden für diese Partnerschaft oder der hat jetzt echt einen Weg gefunden, ohne mich zu leben, der ist jetzt echt, der hat sich da einfach echt daraus befreit. Ich kann nur sagen, mir hat das geholfen. Also ich bin da durchgetaucht durch diese Situation und für mich war das ein Schock, weil das war wie so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich bin, glaube ich, auf der Straße gegangen und irgendein Bild ist mir in den Kopf eingeschossen und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen. Also diesen Gedanken hatte ich vorher nicht. Das war wirklich wie so ein Blitzerwachen, einfach ein Schockzustand, anders kann ich es nicht sagen, wo fast alles in mir eingefroren ist, ja, wo mir fast das Gesicht runtergefallen ist vor lauter. Was ist eigentlich, wenn ich die ganze Zeit jetzt, wenn das kompletter Schwachsinn war, wenn das einfach wirklich ein Blödsinn war, wenn das reine Geschichte ist zum Lernen, wenn das jetzt einfach wirklich gewesen ist, wenn das einfach zu Ende ist, wenn das einfach aus ist, ja, wenn es da einfach, wenn das, was es war, dieses Potenzial, was das herbeigebracht hat, ja, dieses Lernen, dieses Miteinander, auf ganz unterschiedlichen Geschichten, wenn es das einfach war. Und das war wirklich nicht lustig, kurzfristig. Und das war wirklich ein Schockzustand. Und sich daraus zu holen und sich da wirklich in die Arme zu nehmen und sich wirklich in dieser Traurigkeit einmal wirklich kurz, nämlich wirklich diese Akzeptanz darüber, dass dieses Ende jetzt einfach mal da ist, das Ende so, wie es gewesen ist. Und nicht gleich in diese Hoffnung eintaucht, ja, aber dann, wenn das natürlich sage ich auch, ja, nach dem Ende gibt es wieder einen Anfang, weil sich alles immer wandelt, ja, Maya-Zeitkalender, ja, ein Zyklus geht zu Ende, alle bringen sich um, ja, vor lauter Panik, nein, wurscht, nein, das hat jetzt keinen Platz, aber grundsätzlich und in Wirklichkeit hat der neue Zyklus wieder angefangen, ja, aber dieser Schockzustand, was kommt denn jetzt, ja, und eben nicht in die Zukunft zu schauen, sondern einfach mal dieses Ende, als solches wahrzunehmen. Und dort passiert, egal in welchem Punkt, egal was dann passiert, dieses, was kommt danach mal loszulassen oder freizulassen. Und genau dort, in dieser Beendigung, in diesem Ende, in diesem es einfach mal zu lassen, so wie es ist, dort beginnt der Neuanfang, in welcher Form auch immer. Es trauen sich in der Tat die meisten nicht, diesen Schmerzendpunkt wirklich aufzumachen. Und diejenigen, die sich's aber trauen, die sind weiter. Und auch da gibt's jetzt ganz unterschiedliche. Manche sind mit ihren Seelensternchen zusammengekommen wieder, manche nicht. Manche haben sich auch dagegen entschieden. Ich habe es euch schon einmal erzählt. Es war bei mir auch mit einer Seelenpartnerin zum Beispiel, wo ich dachte, wir kommen fix zusammen. Das war für mich ganz klar. Hätte sein können, wollte ich aber dann nicht mehr. Ja. Weil es nicht mehr relevant für mich war und es ist für mich auch nicht spruchreif mehr. Gar nichts. Das ist für mich erledigt. Dieses Thema, ich habe die total lieb, natürlich, ich liebe sie auf eine gewisse Art und Weise, aber dieses Feld, was da zusammen war und all diese Erfahrungen sind weg. Nein, ist da, aber nicht mehr auf dieser partnerschaftlichen Ebene.
Ja. Ja, das, was ich vorhin meinte. Nun stelle man sich vor, man wächst über sich hinaus und dann stellt man fest, dass der das gar nicht mehr ist, den man will oder sie oder wen auch immer. Ja. Ja. Was Da muss passiert man dann? ja. Es passiert gar nichts. Natürlich passiert nichts, aber es ist doch alles so schön in seiner Illusion und seiner kleinen Wunschheile-Welt. Das ist das, was ich meinte. Man ist ja so schön festgefahren mit seinen Gewohnheiten, da dann erstmal rauszubrechen und überhaupt zu akzeptieren, dass es ja auch noch eine Welt neben dem einen gibt oder neben der einen. Das ist, glaube ich, ganz schwer. Jedenfalls fällt mir das unglaublich schwer. Ne? Und dann renne ich los in die große, weite Welt und denke so, und jetzt reiße ich mir einen Kerl auf und flachs mich völlig selber, weil innerlich denke ich noch genau das Gleiche, wie als ich losgegangen bin. Es gibt doch nur den einen. Obwohl, wenn ich darüber rede, wenn ich das laut sage, dann ist das für mich völlig eindeutig und ich denke mir, wie bescheuert ist das denn bitte? So warst du doch früher nie. Was ist denn da eigentlich los? Und da bin ich dann darauf gekommen mit dem Loslassen, dass das nicht nur beim Seelenpartner ums Loslassen geht, sondern die, die den Seelenpartner nicht loslassen können, also in dem Sinne nicht loslassen können, die haben bestimmt ganz viele Dinge in ihrem Leben, die sie nicht loslassen können. Und bei mir persönlich stimmt es auf jeden Fall. Ich bin ja so ein Festhaltemensch. Also ob das nun materielle Dinge sind oder so überhaupt Gewohnheiten, ne? So ein Gewohnheitstier, obwohl ich immer von mir dachte, ich bin voll der Mensch, der ständig irgendwas Neues ausprobiert. Ja, weil ich immer reingeschubst wurde in meine Dinge. Aber wenn ich was habe, dann halte ich das fest, dann kralle ich das richtig fest, um mich dann auf was Neues einzulassen. Fällt mir persönlich unglaublich schwer eigentlich. Ne? Das ist schön, wenn man dann vorher abspricht, ja. Der eine fängt an und der andere zieht hinterher und dann kommt der eine, der anfangen sollte, plötzlich hoch und sagt, nee, du fängst an. Da fällt man erstmal aus allen Wolken, ne, Dani? Ja, aber das ist menschlich. Da menschelt es halt dann einfach sehr, ja. Das ist ein ganz normales menschliches Verhalten. Der Gut, Mensch. ich bin wieder ausgeflippt, ja. Ja, nein, das ist wirklich so. Es ist echt. Es Aber ist es sehr ist schön. interessant, das ist herausfordernd, diese Beziehungsthemen. Ja, ist herausfordernd, diese Beziehungsthemen. Und das ist doch aber schön, Natürlich. dass es so ist. Ne? Anstrengend. Also hätte mir mal damals jemand gesagt, ich habe ja gedacht, ich habe, weiß ich nicht schon, was für tolle Beziehungen gelebt und 11 Jahre lang mit einem Mann zusammen gewesen. Ich komme mir ja vor wie der Beziehungsexperte schlechthin und in der Gefühlswelt, ne, kann ich überhaupt sowieso überall mitreden? Nee. Da muss ich mich von dem trennen und überhaupt erstmal in so eine Seelenpartnergeschichte reinrutschen, irgendwie überhaupt erstmal mitzukriegen, was Gefühle sind. Also ich wusste vorher auch schon, was Gefühle sind, aber diese tiefste Sehnsucht oder diese überschwänglichste Freude, ne, das ja, naja. Und so ist es bestimmt bei anderen auch. Ne? Aber ja, das Ja. ist tatsächlich, also je nachdem, ich finde diese sogenannte Seelenpartnerreise ja deswegen auch so spannend, weil das einfach so vielschichtig ist und weil Ja. man wirklich drauf kommen kann. Ich habe es euch eh auch schon mal gesagt, dieses, ich bin manchmal genauso auch der Gefühlsklärer. Ich trete auf als Herzensmensch, ich bin auch ein Herzensmensch, jeder von uns ist alles. Ja, und ich natürlich, meine Challenge schlechthin ist das Loslassen in vielen Bereichen. Arbeitstechnisch zum Beispiel gesehen, da mache ich ja lauter, ich habe von selber, ja, ich habe notgedrungen zum Beispiel schon mal gekündigt. Aber eher war mein Verhalten da dann zum Beispiel wegzulaufen, weil ich dieses mich verabschieden überhaupt nicht haben wollte. Ja, da bin ich lieber in den Krankenstand vorgegangen oder habe sonst irgendwelche komischen Sachen gedreht, dass ich gekündigt werde. Ja, weil dieses war mir dann leichter. Dann habe ich eine Ausrede gehabt, warum ich mich der Verabschiedung nicht stellen musste. Ja? Das war eine Katastrophe früher für mich. Naja, gut, ist egal. Aber jeder hat so seine Challenges im Leben, jeder hat so seine Sachen. Und das Wichtige ist herauszukommen, darauf zu kommen, wo ist man was? Ja. In welchen Situationen rennt man davon? Und in welchen Situationen hängt man nach? Und warum das Ganze? Und wo ist eigentlich die persönliche Mitte? Und dort fängt man an, einfach aufzublühen. Und dieser ganze Weg, je leichter, je lustvoller man das Ganze sieht, auch wenn es gerade nicht lustig ist, wenn da irgendwas gerade passiert. Aber wenn ich das jetzt nicht in die Schwere ziehe, ja, sondern das einfach auch als
ja, irgendwie doch dann lustiger abtue. Nicht als, okay, ich überdachte das jetzt und was weiß ich, sondern einfach dieses, okay, alles klar. Ja, dann einfach als Forschungsreise, als, okay, was ist das? Was passiert da gerade in mir? Und so kommt man dann wirklich Stück für Stück einfach viel weiter. Und ich glaube auch, dass es das ist, um was es geht. Ja, weil eben diese festgefahrenen Muster, wir erleben das ja seit Hunderten von Jahren. Der Mensch selber ist ja sehr, sehr langsam. Ja, die Technik bewegt sich voran und es wird alles schnelllebiger, aber der Mensch mit seiner Psyche ist trotzdem sehr langsam. Ja, mit all diesen ganzen Sachen. Der Mensch wandelt sich nicht so schnell. Ja, auch Multitasking ist alles eine Illusion. Das existiert nicht. Was passiert? Wir werden langsamer. Wir werden langsamer eigentlich darin, Entscheidungen zu treffen und uns zu fokussieren, weil alles so schnell wird und alles so viele Eindrücke werden, dass wir eigentlich unsere innere Mitte verlieren durch dieses ganze Konstrukt im Außen, weil wir mit dieser Schnelligkeit innerlich gar nicht nachkommen. Und da hilft es einfach wieder, sich zu besinnen, was wirklich wichtig ist, runterzukommen, einfach ein bisschen diese Stricke, diese vielen Strippen loszulassen, die um uns herum irgendwo sind, und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt einfach mal in meine Mitte und beginne grundsätzlich gerade mal von vorne wieder und überlege mal, was ich da jetzt gerade, wo ich jetzt bin, für mich brauchen kann. Wo bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Ja? Was träume ich denn? Von was träume ich? Wo lenke ich meinen Fokus hin? Habe ich gerade Angst? Hänge ich gerade nach? Was will ich gerade überhaupt erreichen? Und ganz viele können dir überhaupt nicht die Antwort auf die Frage geben, was will ich eigentlich wirklich in einer Partnerschaft? Was, ja, ich will auf Augenhöhe eine Partnerschaft. Was heißt auf Augenhöhe? Ja, auf Augenhöhe heißt, dass wir uns respektvoll miteinander begegnen. Ja, natürlich, aber was heißt das für dich persönlich? Was sind deine Visionen? Was ist deine Tiefe? Wie stellst du dir einen wunderschönen Alltag vor mit einem Lebenspartner? Über was sprecht ihr? Wie fühlt sich das an? Was tauscht du aus? Wie tief gehst du selber? Viele sagen, ich wünsche mir, dass er in die Tiefe geht. Dann fragst du eine Frage, ja? Naja, das weiß ich jetzt nicht. Darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, ja? Und so ein bisschen dieses Spiegelthema auch, weil wenn ich selber will, dass der andere in die Tiefe geht, wie tief gehe ich selber, ja? Ich habe das früher ganz gerne gemacht, ab und zu mal, ja? Ich bin schon bereit, in die Tiefe zu gehen, aber manchmal fällt es mir auch schwer oder ist mir sehr schwer gefallen, das dann auch auszudrücken, ja? So, und ich habe natürlich gleich gemerkt als Empath, ja, dass der andere natürlich gerade nicht in seine Tiefe geht und dass der andere gerade, was weiß ich, was alles hat, ja, und das beim anderen und beim anderen, man hört es, glaube ich, schon im Reden, ja. Und irgendwann hat sich aber dieser Spiegel gedreht und dann war wirklich dieses, und wo stehe gerade ich? Und meine Seelengefährtin zum Beispiel hat mich da dermaßen angetriggert bei diesem Punkt, ja, weil sie irgendwann mal zu mir gesagt hat, und das ist jetzt das Thema der Tiefe, für mich war zum Beispiel vor jemandem weinen, wenn es nicht gerade bei einem Film war, eine Herausforderung, also sehr männlich angehaucht eigentlich, ja. Und sie ist dann vor mir gestanden und hat gesagt, wie wäre es, wenn du einfach einmal zeigst, wenn du traurig bist und nicht nur mit mir redest und ich weiß, dass du traurig bist, sondern wenn du einfach mal mir auch zeigst mit Tränen, dass es dich wirklich jetzt berührt. Na, ich kann gar nicht sagen, was das für ein Widerstand war. Und dieses Problem haben tatsächlich in der Tat fast alle Menschen, mit denen ich arbeite, nicht beim Weinen. Ganz viele sind ganz nah am Wasser gebaut, sondern diesen einen Step, diese Tiefe, wo sie selber nicht hinschauen wollen, aber es vom Seelenpartner wollen und irgendwo brauchen. Und genau dort liegt der Schlüssel begraben. Das ist nicht vom anderen zu brauchen, sondern selber genau dort das, was man von anderen sich wünscht, in sich selber nachzuschauen. Also ich will vom anderen schon ganz viel Tiefe haben, aber bitte bei mir doch nicht. Wo kommen wir denn dahin? Ich kann auch nicht vor anderen weinen, ich finde das ganz furchtbar. Und ich habe immer gedacht, ich trage mein Herz nach außen und bin ein total offener Mensch und man weiß immer sofort, wie es mir geht und was so los ist, bis mein Ex-Partner dann zu mir gesagt hat, weil ich immer zu ihm gesagt habe, Mann, du zeigst keine Gefühle, du weinst nicht vor mir und überhaupt, du redest nicht mit mir und so. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, nach 10 Jahren ungefähr war das, da hatten wir das erste Mal das Gespräch, und meint er zu mir, ich weiß nie, wie es dir geht. Und ich so, wie? Man merkt doch sofort, wie es mir geht, ob ich gut drauf bin oder schlecht. Und er so, ja, immer wenn ich dich frage, wie es dir geht, sagst du gut. Du weinst nicht,
Du, also schreien tue ich oft und viel, aber es liegt daran, dass ich so ein unlauter Mensch bin, ne? Aber er hat zu mir gesagt, er weiß nie wirklich, wie es mir geht. Und das in 10 Jahren, ne? Also natürlich, irgendwann kennt man sich, irgendwann weiß man, wie der andere so tickt oder nicht tickt, ob ich gerade wütend bin oder vielleicht traurig oder so. Aber ich habe es ihm niemals gesagt, weil ich dachte, na, es ist doch offensichtlich, ob ich jetzt traurig bin oder nicht. Und geschweige denn weinen. Ich werde doch nicht vor jemand anders anfangen zu heulen, soweit. Nee. Es sei denn, ich gucke einen traurigen Film. Und deswegen gucke ich vielleicht auch gerne traurige Filme, ne? Weil man da ja alles rauslassen kann. Aber Ja. sonst, wenn ich heulen müsste, ich bin in die Küche gegangen, habe die Tür zugemacht, habe da 2 Stunden geheult, bin rausgekommen und war das blühende Leben. Also Ja. wirklich. Ich Ja. glaube, wenn man wirklich weinen muss, weil Tränen befreien ja auch, ja. Und wenn man sich wirklich in solchen Situationen irgendwie kennenlernen muss, dann braucht man Strukturen, dann braucht man also Strukturen, dann muss man seine Ventile finden. Und wenn ich spüre, innerlich ist irgendwas nicht in Ordnung und ich komme nicht hin, aus welchen Gründen auch immer, wir haben alle immer wieder mal irgendeine Blockade, irgendein Wehwehchen, irgendein was weiß ich was. Ja, wir leben halt alle hier auf dieser Welt, da ist das einfach dicht. Ja. Und wenn ich aber weiß, wer ich selber bin, wenn ich mich selber so weit kennengelernt habe, ja, dann haue ich mir halt so einen Film rein. Was passiert? Ich fange fürchterlich an zum Weinen und nachher geht es aber besser. Ja. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir selber helfen. Wenn ich es nicht weiß und dann auch noch das Bedürfnis habe, dass das wer anderer erahnt für mich oder wer anderer mir dann hilft in der Situation und der tut es halt dann gerade nicht, was ja Seelengefährten sehr gerne mal tun, ja, dann stehe ich ja, dann fühle ich mich ja total hilflos, ja, und komme irgendwie aus diesem Strudel nicht heraus. Ja, wie langweilig wäre das doch auch, wenn man nichts mehr zu lernen hätte, oder? Also ich will Deswegen vielleicht sage ich. freiwillig lernen. Auf manche Sachen muss ich echt gestoßen werden und die müssen mir wirklich vom Kopf gehauen werden. Aber es gibt so manche Sachen, da wünsche ich mir, dass ich niemals fertig werde mit Lernen, weil ich so, so begeistert von irgendwas jetzt bin, ne? Da möchte ich doch gar nicht aufhören zu lernen. Das ist so wie mit dem Kartenlegen jetzt, ne? Ich habe mit Lenormand angefangen, jetzt beschäftige ich mich gerade mit dem Tarot. Als nächstes will ich die Kipperkarten und dann will ich die Zigeunerkarten. Ne? Also ich habe schon einen Plan. Nipperkarten, siehst Die du? finde ich ja so cool. Ne? Jetzt mach ich die Kipperkarten auf. Auf die Situation noch als Zusatzkarten mit den Kipperkarten. Was möchte das Universum uns mitteilen? Der Todesfall, um Gottes Willen, der Sarg, altes Ende, da kommt der Schock gleich wieder, der Schock vor dem Schock, ja, der Diebstahl, dieses, vielleicht aber auch die Illusion, ja, weil wir es jetzt vorher wirklich als Thema gehabt haben, ja. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen reichen Mann, wir sehen hier einen Bettlerjungen und wir sehen eine prostituierte Dame, ja. Was heißt das jetzt für mich in dem Kontext, ja, auch mit der 2 und der 4, mit der 24? Haben wir jetzt hier tatsächlich eine Situation, wo man sagen kann, in dieser Dualität geht es darum, sich in seiner Stabilität aufzustellen, um mit der Verbundenheit der Sechs dann wieder in die Verbindung und in die Selbstliebe zu kommen. Ja? Und da ist scheinbar Nacht. Wir haben hier jetzt irgendein Nachtszenario, wo sich einer Frau der Freuden, das ist jetzt ganz klischeemäßig, ja, den Freuden des Mannes hingibt und der Bettlerjunge, der da irgendwie ignoriert wird. Wir hatten den Mangel ja vorher auch auf beiden Seiten. Ja? Und jetzt geht es irgendwie darum, dieses Bild für sich umzuwandeln mit dem Tod, ja? Damit es hier zu einem Neuanfang kommen kann. Und ich glaube nicht, dass sich jetzt die weibliche Seite oder die Zuschauerinnenseite, sagen wir es mal so, hier als die Prostituierte wahrnimmt oder so. Ja? Wahrscheinlich eher als Aber Bettler, Junge, ne? bitte? Wahrscheinlich eher als Bettler. Ja, wie auch immer, ja, irgendwie dieses Gefallen, dieses den anderen aufreizen wollen. Ja, nehmen wir die Attribute von einer Prostituierten her. Was tut die? Sie will den Mann gefallen, sie will sich aufreizen. Wir haben, das sage ich deswegen, wird diese Karte, das Dekolleté ist stark hergezeigt. Ja, sie lacht die ganze Zeit, sie sieht das ganz leicht und er steht einfach da mit der Hand in der Hosentasche, mit seinen Stecken, ja, und schaut aber irgendwie auch nicht ganz hin, schaut nicht her und da daneben ist eben dieser Bettlerjunge, ja.
Und da haben wir dann tatsächlich durch diese Vollendung des alten Zyklus, ja, kommt es in diese, durch diese Annahme des alten Zyklus, ja, durch dieses Ende kommt die Veränderung und die Seelenreise beginnt tatsächlich. Und da kommt dann der Herzensmensch, der Ehe stand die Karte. Und dass es eine Rechtsprechung mit einer beunruhigenden Nachricht gibt. Ja? Und vielleicht ist es auch das, wo man sich auf diese Reise begeben kann. Ja? So, und da fangen jetzt wieder an, die komischen Szenarien, wo es zum einen darum geht, dass man eben diese quälenden Gedanken, wie du sie liegen gehabt hast. Ja, ich beziehe mich ja jetzt auf das, was vorher stattgefunden hat. Ja? Dass diese quälenden Gedanken, die du vorher stehen gehabt hast, vielleicht damit zusammenhängen, dass man immer wieder glaubt, dass eh eine schlechte Nachricht kommt, dass die beiden eh in die Ehe gegangen sind, dass es eh nicht funktionieren kann, dass eh irgendwas, wie auch immer, aber diese beunruhigende Nachricht, ja, dass es eh nicht in diesen Ausgleich kommen kann. Ja. Und bei anderen geht es vielleicht darum, einfach auch wieder, wie gesagt, dieses Ende, wenn es so ist, für sich zu begreifen, damit die Veränderung und der Neuanfang für sich selber dann einfach auch stattfinden kann. Und es ist ganz schwer, jetzt in diesem Kollektiv gerade wirklich eine Linie zu readen, weil es genau wirklich genau in diese zwei Themen hineingeht. Die einen gehen ja, und die anderen treffen sich wieder. Da muss man wirklich schauen, wie es bei einem selber ist. Und wenn man ein halbes Jahr lang immer wieder den Seelenmensch vielleicht geschrieben hat und der gibt einem wirklich keine Antwort mehr. Vielleicht ist es dann einfach an der Zeit, wirklich zu sagen, okay, aus. Ja? Dann ist es vielleicht einfach auch nicht mehr der Zeitpunkt, hier weiterzumachen, sondern eigene Wege zu gehen. Ich lege jetzt noch zwei Karten von den Dings. Die eine Seite für, kannst du übrigens auch machen, die eine Seite noch als Zusatzkarten für die Personen, die jetzt miteinander weitergehen, ja, wo es noch Hinweise dazu gibt für diejenigen, die jetzt miteinander weitergehen, wirklich irdisch gefühlt, ja, auch wenn es noch Zeit braucht, und die wirklich ganz eigene Wege gehen und sich tatsächlich einfach trennen. Was sind das so die Herausforderungen, ja, das männliche oder das Herzmenschen-Kollektiv. Und die Erwartungen, ich glaube es ja nicht. Was sind die Herausforderungen bei den Leuten, die miteinander weitergehen, dass die Hauptperson sich scheinbar hier irgendwann einmal für jemanden anderen entschieden hat? Achtung, ich habe gefragt für die Leute, die irdisch weitergehen. Ja. Also scheinbar ist diese Etappe durchaus wichtig. Okay. Für die Leute, die jetzt getrennte Wege gehen, die Ehestandskarte und die Hauptperson. Okay, was heißt das jetzt für uns? Die Leute, die vielleicht jetzt noch an einer Situation festhalten, da ist diese Lernerfahrung vielleicht durchaus wichtig im Kollektiv, ja, dass hier eine Entscheidung getroffen wurde, dass die Nachricht einmal kam, der Mensch trennt sich nicht, der Mensch geht von der Person nicht weg, wie auch immer. Ja, diesen Lernschritt, vielleicht Konkurrenz, klein gehalten sein, wie auch immer, was für Muster aufzulösen, sich selber an die erste Stelle zu stellen, ja, nicht irgendwie das dritte Rad am Wagen zu sein. Vielleicht war das wichtig, um diese Themen aufzubrechen, ja. Und für die anderen war das eine Lernerfahrung, um hier jetzt in eine wirkliche Partnerschaft eintreten zu können, weil da kommt dann die Ehestandskarte mit einem Herzensmensch. Also wurscht wie. Für die einen ist diese Zwischenetappe sehr wichtig, dass hier irgendeine Art der Entscheidungen stattgefunden hat, die einen Weg getan haben, weil man trotzdem eng miteinander ist, dass man in seine Tiefen hineinkommt. Und für die anderen war es einfach eine Lernreise, damit es nachher zu dieser gelebten Partnerschaft kommen kann. Aber Ende gut, alles gut. Wie und Ende gut, auch alles gut, weil dann hat nämlich diese Illusion ein Ende. Oder diese falsche Nachricht, ja. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Ja.
Ach, so könnten wir jetzt weiter floskeln, hä? Was hast du? Ich habe für die, die gehen, also die sich wegdrehen gehen, dass man keine Lust mehr auf die Masken hat, dass man sich aus den Verstrickungen löst oder dass man mit der anderen Frau nicht einverstanden ist, dass man sich seine tiefen Gedanken angeguckt hat und beschlossen hat, dass man das so alles nicht möchte oder dass man vielleicht daraus gelernt hat und erkannt hat, was seine tiefen Wünsche sind und dadurch seinen eigenen Weg geht in seine eigene Leidenschaft wieder und dass man nach was Neuem Ausschau hält. Ja? Nein? Ja, mich auch. Und die, die mit dem Herzensmenschen gehen, die dürfen noch lernen, sich weiter zu öffnen, müssen vielleicht noch Vaterthemen bearbeiten oder dürfen im Zuge dessen Vaterthemen bearbeiten, dürfen sich ihre Unklarheiten noch angucken oder dafür ist es wichtig, deswegen gehen sie noch mit ihm. Die brauchen einfach noch Zeit, um stärker zu werden oder nicht stärker, um zu wachsen, um zu lernen, um alte Verträge vielleicht abzuschließen, in denen sie noch drinstecken, hier vielleicht Vaterthemen, Ahnenthemen und um der göttlichen Führung mehr zu vertrauen. Oder zu wissen, dass es göttlich geführt ist. Wir haben fertig. Oder willst du noch was sagen? Nee, was soll ich noch sagen? Kopf ist leer, alles gesagt. Fortsetzung folgt. Sag dir. Ja, genau, ihr Lieben. Nein, ihr Lieben, tschüss. Wir wünschen euch jetzt eine gute Nacht. Einen guten Tag, guten Mittag, was auch immer, wo ihr euch gerade befindet, in welcher Uhrzeit, in welchem Zustand. Bis dann, Baba. Tschüss.